Und wir empfehlen euch, macht Werbung, seid Teil davon. And we really want to encourage you, please advertise it and go for it. Ja. Dann möchten wir herzlich begrüßen alle, die heute das erste Mal hier in der NIC Biel sind. Then we especially want to welcome everyone who is here for the first time in NIC Biel. Speziell mit einer Willkommentasche. We have a welcoming bag for you. Und wir bitten euch, halte doch schnell deine Hand hoch und das Team kann dir solch eine Tasche überreichen. And if you are the one who is here for the first time, please quickly lift up your hand so our team can see where you are. Ja, dann bekommst du viel einfach Informationen, was hier in Biel alles geht. Then you will be able to get some more information about who we are in Biel and what we are doing. Nun gebe ich das Mikrofon weiter an Noreen. And now I'm passing the microphone to Noreen. Good morning, everyone. Guten Morgen. Are you awake? Seid ihr wach? Doesn't sound awake. Es hört sich noch ein bisschen schläfrig an. Okay, I want to read Acts chapter 2, verse 42. Ich möchte gerne lesen aus Apostelgeschichte 2, 42. There it says, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. This is exactly what we do at Chosen Movement. Und das ist genau das, was wir im Chosen Movement machen. We come together. Wir kommen zusammen. Prayer and worship is part of our identity. Gebet und Anbetung ist Teil unserer Identität. We listen to a word. Wir hören uns ein Wort an. Which is especially designed for young people. Und dieses Wort ist genau extra gemacht für junge Leute. So that we can address the questions, the topics, the issues that we young people have to deal with. Dass wir Fragen, Themen und einfach Angelegenheiten oder auch Schwierigkeiten beim Namen nennen können oder genauer ansprechen können, die einfach wir haben als Junge. And this will help us to discover who we are in Christ. Und das hilft uns dann wirklich zu entdecken, wer wir sind in Jesus. And also to develop and discover our God-given talents. Und auch unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat, zu entdecken und zu entwickeln. And afterwards we of course always have a fellowship. Und danach haben wir immer noch Zeit für Gemeinschaft. And food has to be involved. Und Essen gehört natürlich auch dazu. So next time we're meeting on the 7th of March. Also unser nächstes Treffen ist am 7. März. 7 p.m. downstairs in the youth room. Um 19 Uhr unten in den Jugendräumen. As you can see, our topic will be Ways of Esther. Und ihr seht, unser Thema ist Ways of Esther. Rebecca has prepared a wonderful word for us. Und Rebecca hat schon ein Wort dafür vorbereitet für uns. And don't worry, all the young guys, there's a lot that you can learn from Esther too. Und auch für die Jungs, bitte macht euch keine Sorgen, auch ihr könnt sehr viel lernen von Esther. So I'm looking forward to seeing you there. Also ich freue mich wirklich, euch da zu sehen. Amen. Amen. Ja, nun haben wir noch ein Zeugnis und ich bitte Soraya nach vorne zu kommen. Now we have a testimony to share. We are asking Soraya to come to the front. Ja, gebt einen Applaus. Yes, let us clap. Bei den Zeugnissen sehen wir, wie Gott wirkt, auch in unserem Alltag. When we hear testimonies, we see how God is at work in our everyday life. Und das sind manchmal ganz praktische Sachen. And sometimes it's really practical things. Das kann sein, du bist eingeladen an ein Fest. Maybe you're invited to a celebration. Und du machst dir viele Gedanken, ja, was soll ich jetzt da für ein Geschenk bringen? And you might be thinking a lot, what kind of gift should I bring? Auch da können wir Gott einbeziehen. And even in those situations we can really get God involved. Der Heilige Geist leitet uns im Schenken. And the Holy Spirit even leads us how and what to give. Ist das nicht cool? Isn't that just cool? Auch im praktischen Alltag. God is so practical in our everyday life. Wenn du mit deinem Kind berätst, was dein Kind an einer Kinderparty mitnehmen soll oder könnte, bete mit ihm. Amen. Der Heilige Geist leitet es. If you are discussing with your child what he or she should bring to a children's birthday party, discuss with him and pray with him because the Holy Spirit will lead you. Soraya hat das erlebt. Sie war an einem Geburtstagsfest von ihrer Freundin eingeladen. Und sie dachte, ja, was soll ich da bringen? Nichts kam so in den Sinn. Da ging sie ins Gebet und sagte, Herr, ich möchte etwas, das du mir aufs Herz legst, was für meine Freundin gut ist und sie freut. Und stellt euch vor, da kam der Gedanke, jetzt im März, also das ist jetzt März, das war im Februar, im Winter kam der Gedanke von, was Gott dir sagte, gib ihr einen Gutschein für einen Weihnachtsmarkt.
Und das ist ja weit, weit weg, ein Weihnachtsmarkt. Aber sie hat das befolgt, was der Heilige Geist gesagt hat, hat diesen Gutschein bereit gemacht, ihrer Freundin geschenkt. Und ihre Freundin war einfach wow. Sie sagte, wie konntest du das wissen? Ich habe das schon so lange in meinem Herzen getragen. Ich möchte gerne einmal mit jemandem an einen Weihnachtsmarkt. Und genau das war es. Und sie konnten beide nur noch Gott einfach loben und danken, dass so gut Gott ist und unsere Wünsche, unsere sehnlichsten Wünsche einfach kennt. Halleluja. Amen. And that's exactly what Soraya experienced very practically. It was still February when she was invited for a friend's birthday party, and she didn't really know what to give her for her birthday, so she was thinking, but she didn't really get the right idea. So she went into prayer. She was asking the Lord, what should I give her? Because I want to give her something that really touches her, something special, not just something usual. And then suddenly she got the idea in February to give her a voucher to go for a Christmas market. So she was wondering a bit, but then she still felt like, yes, it's the Holy Spirit who's talking to me. So she went and prepared a voucher. She went to the birthday party, and then she gave her the voucher for the Christmas market in February. And her friend was just surprised, amazed, was so happy, because she said, that's exactly what I wanted. I've always wanted to go to a Christmas market like that with somebody, and now you just give me what I really desired for. And it's just great to see how practical our God is, how he's really answering our heart's desires, even when it doesn't really make sense to us. Amen. Hallelujah. Let's give Hallelujah. Jesus a big clap offering. Lasst uns Jesus einen großen Applaus geben. Oh, you can do better than that. Das könnt ihr doch noch besser. The reason Der Grund, why you are not celebrating, warum du nicht feierst, is that you didn't know that Christmas for Jesus is also February. Because in February, he gave me a Christmas message. Ist, weil du nicht weißt, dass für Jesus auch im Februar Weihnachten ist, weil es war auch im Februar, dass er mir eine Weihnachtsbotschaft schon gegeben hat. How many of you still remember that I said it before I traveled? I said in February I got a Christmas message. Wer weiß das noch? Bevor ich verreist bin, habe ich euch erzählt im Februar, dass ich ein Wort für Weihnachten bekommen habe. Halleluja. Halleluja. Can we rise on our feet with Jesus' joy? Stretch out your hands towards her and pray for more revelation in giving. Lasst uns aufstehen in der Freude Jesu, lasst uns unsere Hände zu ihr ausstrecken und beten, dass sie noch mehr Offenbarung bekommt, wie sie in Jesus geben kann. Streckt eure Hände aus. That God will give her more revelation. Und betet, dass Gott ihr noch mehr Offenbarung and gibt. We give us also revelation. Und auch uns Offenbarung gibt. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Father, we pray. We pray for your daughter. And we release grace. Wir beten für deine Tochter und wir setzen Gnade frei. Anoint her more. Salbe sie noch mehr. To seek the presence of God. Die Gegenwart Gottes zu suchen. Even in her givings. Auch wenn sie jetzt schenkt. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. In Jesus' name. In Jesu Namen. Let's give Jesus a big clap of praise. Lasst uns Jesus einen großen Applaus geben. Halleluja. Please keep standing. Bitte bleibt noch stehen. 2 Corinthians. Chapter 1. 2. Korinther 1. We are reading verse 21. Wir lesen den Vers 21. Is somebody excited to be in the house of the Lord this morning? Freut sich jemand heute Morgen im Haus des Herrn My zu sein? My God, something will happen to us today. Heute wird uns etwas geschehen. I feel the glory already. Ich spüre bereits diese Herrlichkeit. In the name of Jesus. Oh, im Namen Jesu. You're not projecting it. Okay, so let me read. I have... It, I didn't open it, but I will get there soon. 2 Corinthians chapter 1, verse 21 and 22. He said, Now he who established us with you in Christ and has anointed us is God, who also has sealed us and given us the Spirit in our heart as a Guarantee. Somebody say amen. 2. Korinther 1, Vers 21 und 22. Der Gott aber, der uns samt euch für Christus befestigt und uns gesalbt hat, der hat uns auch versiegelt und in unsere Herzen das Pfand des Geistes gegeben. Amen.
At the beginning of this year, am Anfang dieses Jahres, the Lord lay in my spirit, hat der Herr in meinen Geist gelegt, to pray for Switzerland like never before. Dass wir wie nie zuvor für die Schweiz beten sollen. Most of you might have noticed it. Einigen von euch ist es vielleicht auch aufgefallen, that in most of my services this year, dass in meinen meisten Gottesdiensten dieses Jahr, I start with praying for Switzerland. Ich anfange mit Gebet für die Schweiz. And this morning, und heute Morgen, I want us to lift up this nation before the Lord. Möchte ich, dass wir dieses Land wirklich vor dem Herrn erheben. The Bible says, die Bibel sagt nämlich, he who established us er, in Christ, er, der uns in Christus befestigt hat and has anointed us in God, und uns in Gott gesalbt so hat. It's two things. Das heißt zwei Punkte. We are established in Christ, wir sind in Christus fest gegründet, we are anointed in God. Und wir sind in Gott gesalbt. That's why this year, deswegen anointing oil ist dieses Jahr is very, very important tool in our church. Das Salböl in unserer Gemeinde ein sehr wichtiges Werkzeug. And that's why this month, und deswegen is our month of fresh oil. Ist dieser Monat unser Monat des frischen Öls. Fresh oil. Ein frisches Öl. And let me tell you something. Und ich sage euch, when the anointing go ahead of you, wenn dir die Salbung vorausgeht, no disease, dann kann keine Krankheit, no sickness, keine Krankheit, no coronavirus, auch kein Coronavirus, no evil, nichts Böses can come near you, kann sich dir nähern. And we will defeat that devil with anointing. Und wir werden diesen Teufel mit der Salbung bezwingen. That's why it's not a coincidence, deswegen ist es kein Zufall, that this month, dass diesen Monat is our month of fresh dass dieser Monat unser Monat des frischen Öls ist. Because God always go ahead of the devil. Weil Gott geht dem Teufel immer voraus. And prepare the way. Und er bereitet den Weg vor. Is somebody hearing me? Hört ihr das? Don't worry, I will talk about coronavirus a little bit later, but let me just lift up prayer. Also, all that fear, I will take it out of your mind. Keine today. Sorge, ich werde später noch ein bisschen über das Coronavirus reden, aber jetzt, ja. I will kick that nonsense out of this church. Diesen Unsinn werde ich aus dieser Gemeinde rausjagen. Dann braucht ihr keine Angst zu haben. Yes, yes, I will do it. I will do it. Watch how I will do it. Ihr werdet auch sehen, wie ich es machen somebody werde. Somebody say nonsense. Sag mal so ein Unsinn. Somebody say nonsense. Sag mal Unsinn. No, because we already we are ahead of these things. Wir sind diesen Dingen bereits voraus. Through our prophetic revelation. Durch die prophetische Offenbarung. We were already ahead of it. Wir sind so dem bereits God voraus. Cannot reveal things for us. Das heißt, to us. Gott kann uns nicht etwas offenbaren and still allow us und dann zulassen, to be a victim, dass wir dem zum Opfer fallen. He revealed, er offenbart in order es, to redeem, um zu erlösen. Is somebody hearing me? Habt ihr das verstanden? So we are praying for Switzerland, das heißt, wir beten für die that Schweiz, no wickedness, dass keine Boshaftigkeit, no devil, kein Teufel, no sickness, keine Krankheit, no demon, kein Dämon, will enter this nation, in dieses Land hineinkommen. And listen, hört zu. Any any, yeah, you will laugh a little bit. That's a sign that I'm in the house also. Wenn Hallelujah. Ihr, wenn ihr lacht, ist das auch ein Zeichen, dass ich wieder hier Hallelujah. Bin. Hallelujah. Any coronavirus. Jedes Coronavirus. Must leave Switzerland in the name of Jesus. Muss im Namen Jesu die Schweiz verlassen. Anyone that have already entered. Und jedes, der das schon hineingekommen ist. Now we open door for them to go out the way they came in. Da machen wir die Tür auf, dass sie genau den Weg, den sie reingekommen sind, wieder rausgehen. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Somebody say, my Father, my Father. Sag mal, mein Vater, mein Vater. As I lift up Switzerland. Wie ich die Schweiz erhebe. Wie ich die Schweiz erhebe. We pray. Beten wir. Beten wir. Let Switzerland be anointed with fresh oil. Let Switzerland be anointed with fresh oil. Lass die Schweiz mit einem frischen Öl gesalbt werden. Fresh oil. Ein frisches Öl. Oil for protection. Öl für Schutz. Oil for good health. Öl für gute Gesundheit. Oil for victory. Öl für Sieg. In the name of Jesus. Im Namen clap Jesu. Your hand and pray now. Reba Sekeka. Reka Taraba Seketerebana. Yes, Lord, we lift up Switzerland. We lift up Switzerland. We lift up Switzerland. We decree and declare. Let this nation be anointed. Let this nation be anointed. Oil for protection. Fresh oil. Fresh oil. Fresh oil. In the month of March. Fresh oil. Oil for protection. Let us be anointed.
Let us be established in God. He commanded, say, we pray in the name of Jesus. Every coronavirus, we command it to leave Switzerland. We pray to leave Switzerland. Because where the righteous is, you cannot destroy. Where the anointed ones are, you cannot destroy. We decree and declare by the power, by the anointing, by the grace, by the miracle, by the victory of the Holy Ghost, let God arise. Let his enemies be scattered. In Jesus' mighty name, we have prayed. In Jesus' mächtigem Namen haben wir gebetet. Amen. Let's clap for Jesus as we take our seat. Lasst uns für Jesus klatschen und Platz nehmen. God bless you. You may be seated. Gott segne euch. Bitte setzt euch. In the presence of the Lord. In der Gegenwart des Herrn. Now, most of you know we just arrived yesterday from our mission to Africa. Wie die meisten von euch wissen, sind wir gestern zurückgekommen aus von unserer Missionsreise nach Afrika. We were this time around both in Ghana and in Nigeria. Dieses Jahr waren wir in Nigeria und Ghana. So I'm going to call quickly my team. Also ich werde kurz mein Team nach vorne rufen. To just come, let us say one or two things. Und uns ein, zwei Dinge erzählen lassen. We know the time is not on our side. Wir wissen, die Zeit ist nicht auf unserer Seite. But we will try our best. Aber wir geben unser Bestes. We have lived so many things in the last 2 weeks. Wir haben in den letzten 2 Wochen so viel erlebt. And so we have so many experiences. Wir haben so viele Erfahrungen gemacht. That we cannot share in 5 minutes. Die können wir nicht in 5 Minuten teilen. But we just want to give you a little bit of tip. Wir möchten euch einfach ein paar Tipps geben. What trespass? Von dem oder ja ein paar Geschmacks oder Geschmacksproben geben von dem, was passiert ist. In this time, amen. Dieses Mal. Anne, that is at the media, was also with us. Anne, die hinten im Mediabereich ist, die war auch mit uns dabei. Amen. Amen. So, if you guys can come here, let us see your wonderful face. Pastor Dominic and Daniel, they were both ministering alongside with me on this trip. Pastor Dominic und Daniel haben zu meiner Seite auch gelehrt und gedient. Okay, so we have just chosen one point to share with you. So Dominic, go ahead. Also wir haben entschieden, dass wir einfach einen Punkt mit euch teilen möchten. Dominic fängt damit an. Guten Morgen, Gemeinde. Good morning, Church. African good morning. Ihr merkt, wo ich war. It's easy to tell where I have been. Dort ist es immer ein bisschen lauter. It's always a bit loud there. Es gehört zur Kultur. It's part of their culture. Und das war meine erste das erste Mal, wo ich dort auch zu predigen war und noch auf Englisch. That was the first time I also was there to preach and then even more in English. Also, das hat mir ganz bestimmt beeinflusst. Yes, it has. Verändert. It made some impact on me and I was changed through that. Also mach ganz kurz. Ich möchte nur über den Teil in Ghana berichten. Das war unsere erste Woche. Very quickly, I just want to share something about Ghana. That was the first week we spent there. Und da waren wir in der NIC Ghana, wo eine Veranstaltung war. We were in NIC Ghana, where we were having an event. Wunderbar. Und dann waren wir die ganze Woche auch mit Apostel General. It was really great. And the whole week we were also spending time with Apostle General. Eine fantastische Feier über die ganze Woche. Und wir wurden wirklich sehr gut betreut als Gast vom Ausland. It was really, really great celebration. And I can tell that as guests coming from abroad, we were really, really taken care of very well. Und was auch für mich persönlich ganz schön war, ist in unserem Team zu sein. Und etwas sehr wichtig bei solcher Reise, ihr lernt euren Leiter, euren Pastor besser kennenlernen, wenn ihr ihn eine so lange Zeit ganz nah erlebt. And what I really, really enjoyed also about the time for us as a team is I can tell you when you're spending some time with your apostle, with your pastor so closely, so much time actually, you can really get to know him. In eine Missionsreise zu gehen mit Apostel John ist die beste Möglichkeit, ihnen näher kennenzulernen. And I can tell you when you go on a mission trip with Apostle John is really the best opportunity to get to know him better. Und da siehst du wirklich, das, was er hier auf der Bühne predigt, das lebt er auch täglich. And there you can really see that actually what he preaches here on stage is what he lives in his daily life. Also bei der nächsten Missionsreise, mach dich das und kommt mit.
So I really want to encourage you for the next mission trip. Please make up your mind and be part. Amen. Ja, und nach Ghana gingen wir weiter nach Nigeria. And after Ghana we continued to Nigeria. Verbrachen da eine Nacht in Lagos, bevor wir am nächsten Tag an unsere Einsatzorte weiterflogen. We spent one night in Lagos before we continued to the places where we were going to be after. Wir hatten das Privileg, bei der Einweihung von zwei Kirchen anwesend zu sein und Beiträge zu leisten. We were privileged to be part of the inauguration of two churches and to be part of the program also. Apostel John war nicht der Einzige, der dort sprach natürlich. Es war ein sogenanntes Gospel Festival. It was a so-called Gospel Festival, so Apostle John was not the only one preaching. Es kamen da Gottesmänner, die sehr bekannt waren in ganz Nigeria. There were very well-known men of God coming, who are known all over Nigeria. Und wir hatten das Privileg, den Abschluss dieser Einweihung zu machen in beiden Gemeinden. And we had the privilege to close actually the two celebrations of the inauguration of the churches. Genau, Dominik hat über Zeitplanung gesprochen. Dominik was teaching about time management. Apostle John hat viel über die Gegenwart Gottes gesprochen. Apostle John was sharing a lot about the presence of God. Ich konnte über christliche Geschäftsprinzipien unterrichten und es war wirklich eine für mich beeindruckend, wie viel Aufmerksamkeit und Ehrerbietung wir dort erhalten hatten. And I was able to share something about principles, Christian principles in business, and I was just surprised and touched how much attention and also honor we were receiving. Zu guter Letzt wurden wir noch in der zweiten Stadt vom Gouverneur, vom Vizegouverneur dieses Bundesstaates eingeladen. And in the end we were invited by the vice governor of the state of where we were. Der hatte zwei Stunden auf uns gewartet. He had been waiting for us 2 hours. Aber dort ist das kein Problem. But there is no problem there. Er erhielt doch auch noch eine starke Prophetie von Apostel John. And he also got a very strong prophecy from Apostle John. Die ihn sehr berührt hat. And he was really touched. Halleluja. Hallelujah. Now we have a short video. Wir haben noch ein kurzes Video. They're gonna show us. I hope it's ready. Is it ready? Uns da zeigen. Okay, because if it's not ready, we want to use the time to pray for our African mission, because Ghana mission. Can we pray or is the video ready? It's ready. Okay, let's watch a short video. It's mainly focused on what we did in Ghana and actually our school. That is our school. Some changes in a couple of years, but that changes, it might look like it's not going in your favor, but God is actually going to use it to bring things and to bring you to a place that you never really expected
in your political career. And not only that it's going to take you higher, but it's going to take you higher because of a purpose. Because Nigeria needs you. And Nigeria needs what you have and what you have. Can we aufstehen? You can understand all these things. We are making it short because of our time. Ihr versteht, wir haben das sehr stark zusammengestutzt, weil wir nicht viel Zeit haben. 2 weeks. 2 Wochen. In Afrika. With a firebrand preacher like me. Mit einem so feurigen Prediger wie mir. My God, we have lived something. Somebody say we have lived something. Wir haben ganz schön was erlebt. It's amazing. We can't tell it all. Unglaublich, wir können gar nicht alles erzählen. But what I really want to pray for this morning. Aber was ich wirklich beten möchte diesen Morgen, is that those that have not made up their mind yet, ist es die Leute, die sich noch nicht entschieden haben, to come with us in April, im April mitzukommen, to mission, auf die Missionsreise, on our 20th anniversary, das 20-jährige Jubiläum, celebration, die Feier, of mission to Ghana, wo wir das 20-jährige Jubiläum unserer Missionsreise nach Ghana feiern, that God will touch their hearts. Dass Gott die Herzen dieser Menschen berührt. And remove insecurity. Und dass er jede Unsicherheit wegnimmt. Remove fear. Jede Angst wegnimmt. And put confidence and joy. Und Zuversicht und Freude bringt. Just like Dominic said. Genauso wie es Dominic gesagt hat. That they will experience. Dass sie the culture. Die Kultur erleben. First hand. Erster Hand. And they will experience deeper relationship with me as their pastor. Und dass sie auch eine tiefere Beziehung mit mir als ihr Pastor erleben können. And then above all, und vor allem, that they will experience, dass sie the presence of God, die Gegenwart Gottes erleben and werden. All the men and women of God and the children of God, that we will all be around each other and fellowshipping together. Und alle Männer und Frauen Gottes, alle Kinder Gottes, einfach diese Gemeinschaft, die wir zusammen haben werden. Because every day, weil jeden Tag, we keep hearing people telling us we are coming, we are coming, we are coming, we want to be part of that glorious moment. Jeden Tag hören wir, wie Leute sagen, ich komme, ich bin dabei, ich will dabei sein in dieser glorreichen Reise. I want us to pray. Da möchten wir beten. That God will touch the heart of those that want to come. Dass Gott die Herzen von den Menschen berührt, die kommen wollen. And those that are struggling financially, und die, die finanziell Schwierigkeiten haben they damit, want to come, but they don't have the money. Die kommen möchten, aber das Geld nicht haben, we want to pray, da wollen wir beten, that money will not be a problem, dass das Geld kein Problem sein wird. Because this is the best holiday, weil das sind die besten Ferien, they can invest on this year. In die sie dieses Jahr investieren können. I'm not joking, I believe it. Ich mache keinen Witz daraus, das, ich glaube das wirklich. Let me tell you why. Ich kann dir sagen, warum. When we started planning for the mission to Ghana, als wir angefangen haben, die Missionsreise nach Ghana zu planen, I asked Reverend Sam Kranchiankra, the Apostle General of Royal House Chapel, I asked him, I said, please, can you come and speak for us in the conference when we are there? Da habe ich Reverend Sam Kranchiankra, den Apostle General der Royal House, gefragt, ob er, wenn wir dann in Ghana sind, ob er für uns predigen könne. We look at his agenda. Wir haben seinen Zeitplan angeschaut. It was not possible. Seine Agenda, und das war nicht möglich. Shortly before we come back, kurz bevor wir zurückgekommen sind, he told us, hat er uns gesagt, I will be there. Ich werde da sein. And I will be ministering in that conference. Und ich werde an dieser Konferenz dienen. You understand what we are talking about? Versteht God ihr, was wir damit sagen? A way, Gott macht einen Weg bereit, bring people, um Leute from everywhere, von überall herzubringen. Now add to it, you know, some of them you know, Prosper Ochimana is going to be there. Ihr kennt zum Beispiel auch schon Prosper Ochimana, er wird auch da sein. We're going to have different gospel artists. Wir werden verschiedene Gospelsänger haben. I don't want to bore you because many of them you don't know. Ich möchte euch jetzt nicht langweilen, viele dieser Namen kennt ihr nicht. But many of them are very popular. Aber viele sind wirklich sehr bekannt. And then we're also going to be having, und wir werden auch different ministers, verschiedene Diener Gottes haben. Women and men of God. Männer und Frauen Gottes. Some of them coming from Nigeria. Einige kommen aus Nigeria. Within Ghana.
oder von innerhalb von Ghana. And they are really fathers and mothers of the land. Und das sind wirklich Väter und Mütter des Landes. So this is one mission trip. Das ist eine Missionsreise. You cannot afford to miss. Von der du es dir nicht leisten kannst, sie zu verpassen. If you are watching us online, wenn du online zuschaust, you have not registered, und dich noch nicht angemeldet hast, please go ahead and register. Dann bitte melde dich an. You are here, you haven't registered, go ahead and register. Wenn du hier bist und dich noch nicht angemeldet hast, dann bitte melde dich an. You will come back. Du wirst zurückkommen. Be so grateful to God. Und so dankbar sein Gott gegenüber. Now let us pray. Also wollen wir beten. For everyone that is going on the mission this year. Für jeden, der dieses Jahr mit auf die Missionsreise kommt. That they will come back. Dass sie transform, verwandelt zurückkommen. Just like our team now. Genauso wie unser Team jetzt. Came back transformed. Wie auch sie völlig verändert zurückgekommen sind. Let us pray for the next mission to Ghana. Lass uns beten für die nächste Missionsreise nach From Ghana. The 13th of April, die vom 13. For 12 days. April 12 Tage dauert. Lift up your voice. Intercede, erhebe deine Stimme. Intercede. Geh ins Gebet. Intercede, intercede. Geh ins Gebet. Father, we are praying, O God, for our next mission to Ghana. We are praying, Lord, that the grace of God will be strong on us. We pray, O God, that NIC Ghana will never be the same. We pray that our mission work in Ghana will never be the same. We pray that everyone that is coming with us this year to mission to Ghana, their life will never be the same. We pray that everyone that is coming, all the guest speakers that will be visiting, all the guest speakers that will be ministering, all the musicians, the gospel artists that will be coming from different places, we pray, oh God, that you will bring them safely. In Jesus' mighty name we have prayed. In Jesu mächtigem Namen haben wir gebeten. Let's give Jesus a big clap offering. Hallelujah. Lasst uns Jesus einen großen Applaus geben. God bless you. Gott segne euch. You may be seated in the presence of God. Bitte nehmt Platz in der Gegenwart Gottes. The next prayer we're going to pray, das nächste Gebet, das wir beten before wollen, I minister, bevor ich diene, it's prayer for oil for protection. Ist ein Gebet fürs Öl zum Schutz. This Friday, diesen Freitag, I'm gonna be dealing on oil for protection. Werde ich das Thema Öl für Schutz behandeln. You know, this entire year, dieses ganze Jahr, every Friday, da werden wir jeden Freitag is oil encounter. Eine Begegnung mit dem Öl haben. And oil means the Holy Spirit. Und das Öl steht für den Heiligen Geist. And oil means the presence of God. Und das Öl bedeutet die Gegenwart Gottes. Somebody say amen. Sag mal Amen. So every Friday, das heißt jeden Freitag this year, dieses Jahr, we are not having a special conference or special event. Wenn wir nicht irgendwie sonst einen speziellen Anlass oder eine Konferenz haben, that is what I'll be dealing on. Somebody say amen. Darüber sprechen. So sag mal don't amen. Miss the Friday. Also passt die Freitage auf keinen Fall. But we're gonna come back to pray. Wir werden wieder beten. With our prophetic key, what do you call it? Key verse of the month. Mit unserem prophetischen Fokus des Monats. No, key verse. Mit dem Schlüsselvers des Monats. Amen. All right, let's quickly look at the prophetic focus of the month of March. Wir möchten kurz den prophetischen Fokus des Monats März betrachten. Topic this year is fresh oil. Das Thema dieses Jahr, diesen Monat ist frisches Öl. Fresh oil. The key verse is Psalm 92, verse 10. Und der Schlüsselvers ist Psalm 92, Vers 11. But my horn you will exalt like a wise ox. I have been anointed with fresh oil. Aber mein Horn erhöhst du wie das eines Büffels. Ich bin übergossen mit frischem Öl. And here are the following prophetic word and a prophetic direction God gives to us for this month. Und folgendes sind die prophetischen Worte und prophetischen Richtungsweisungen, die Gott uns für diesen Monat gegeben hat. I see a month of God refilling our emotional and physical tanks. Ich sehe einen Monat, in dem Gott unsere emotionalen und körperlichen Tanks füllt. It's also a month of changing all old habits that are responsible for our spiritual and physical stagnation. Es ist auch ein Monat, in welchem wir alle alten Gewohnheiten, die eine geistliche und physische Stagnation bewirken, ändern.
Let us pray this month for a fresh oil to come, bringing us the love of God. Lasst uns diesen Monat für ein frisches Öl beten, das uns die Liebe Gottes bringt. The joy, peace and freedom to worship God like never before. Und auch seine Freude, seinen Frieden und die Freiheit, Gott anzubeten wie noch nie. I see also fresh oil to solve difficult matters this season, as the challenges to face difficult circumstances may arise. Ich sehe auch ein frisches Öl, um schwierige Angelegenheiten zu lösen in dieser Zeit. Denn es ist möglich, dass wir dazu herausgefordert werden, uns schwierigen Umständen zu stellen. I hear we should specially pray for Switzerland this month and season for wisdom for good decisions. Also pray for Eastern Switzerland for protection from any natural disasters or any attacks of the enemy. Ich höre, dass wir in diesem Monat und in dieser Zeit speziell für die Schweiz beten sollen, und zwar für die Weisheit, gute Entscheidungen zu treffen. Bete auch für Schutz für die Ostschweiz vor jeglichen Naturkatastrophen und anderen Angriffen des Feindes. It's a month where we position ourselves for blessings as we do our part of washing, anointing and clothing ourselves according to Ruth chapter 3 verse 3 in order to meet our destiny helpers. Dies ist ein Monat, in welchem wir uns für Segen positionieren, wenn wir unseren Teil machen und uns waschen, salben und kleiden gemäß Ruth 3 Vers 3, um unsere Bestimmungshelfer zu finden. Let us do our best to be focused, as we cannot afford to believe the lies of the enemy that we are cursed, for no one can curse what God has blessed. Lasst uns unser Bestes geben, fokussiert zu sein, denn wir können es uns nicht leisten, die Lügen des Teufels zu glauben, wir seien verflucht. Denn niemand kann verfluchen, was Gott gesegnet hat. Let us pray that our hearts will not be deceived by any circumstances or situations that arise this month, as the greatest tool of the devil in this end time is that our heart will wax cold. Wir wollen beten, dass unsere Herzen nicht getäuscht werden durch irgendwelche Umstände oder Situationen, die diesen Monat aufkommen. Denn die größte Waffe des Teufels in dieser Endzeit ist es, dass unsere Herzen erkalten. As we know, love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not pride itself. It's not puffed up. Does not behave rudely, does not seek its own, it's not provoked, think no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoice in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails, but wherever there are prophecies, they will fail. Where there are tongues, they will cease. Where there is knowledge, it will vanish away. 1 Corinthians 13, 4-8. Wie wir wissen, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. 1. Korinther 13, Verse 4-8. This month, let us pray for all kinds of relationships like never before, that God will keep us together, united and strong in fulfilling his plans and mission on earth. Lasst uns diesen Monat wie nie zuvor für alle Arten Beziehungen beten, dass Gott uns vereint und stark zusammenhält, damit wir seine Pläne und Aufträge auf Erden ausführen können.
The Lord told us that it will be a year where he will give us a new level of revelations and visions. We will see clearer in the realms of the spirit than ever before. Therefore, pray against the spirit of counterfeit visions or evil dreams that can come to confuse and steal the prophecies. Der Herr hat uns gesagt, dass es ein Jahr sein wird, in welchem er uns eine neue Ebene an Offenbarungen und Visionen gibt. Wir werden im geistlichen Raum klarer sehen denn je. Also wollen wir gegen den Geist der falschen Visionen oder schlechten Träume beten, der kommen könnte, um diese Prophetien durcheinander zu bringen und sie zu stehlen. The Lord told us that it will be a year of prophetic manifestation of our declarations. Therefore, let us pray for positive declarations on each other and on our situations. Somebody say amen. Der Herr sagte uns, es würde ein Jahr der prophetischen Manifestationen unserer Deklarationen sein. Lasst uns daher für positive Deklarationen übereinander und über unseren Situationen beten. Sag mal Amen. Okay, dates to watch out for in NIC Bill. 2nd of March is our first fruit prayer encounter, our monthly Monday morning prayer from 6 a.m. to 7 a.m. Termine zu merken in der NIC Bill. Am 2. März ist die Erstlingsfrucht-Gebetsbegegnung, unser monatliches Montagmorgengebet von 6 bis 7 Uhr in der Früh. 13th to 15th of March, Prophetic School of Ministry Weekend with Reverend Sam Kranchi Ankra as our special guest for our closing ceremony of this year's school. It will be wow. Save the date with open registration of 50 Swiss francs for non-students for Saturday from 9:30 a.m. to 5 p.m. Come and hear wisdom of God from this great man of God. Vom 13. bis zum 15. März ist das Wochenende der prophetischen Schule des Dienstes mit Reverend Sam Kranchi Ankra als besonderen Gast bei der Abschlussveranstaltung der diesjährigen Schule. Es wird wow! Merke dir diesen Termin, denn auch der ganze Samstag steht offen für alle, für Nichtstudenten mit einer Anmeldegebühr von 50 Franken. Komm und höre die Weisheit Gottes von diesem großen Mann Gottes. Note, the Encounter Your Soul campaign is still on and more groups can still start during the week. Watch out for the Sunday often open. Watch out for the Sundays of the review of Encounter Your Soul. Anmerkung: Die Kampagne Begegne deiner Seele läuft weiter und es können unter der Woche noch neue Gruppen gebildet werden. Sei auch an den Themensonntagen von Begegne deiner Seele dabei. New this year, every Friday, where there is no event, we are having anointing service, where we give the oil a specific assignment, e.g. anointing for breakthrough, favor, miracle, business and etc. Neu dieses Jahr. Jeden Freitag, an dem kein besonderer Anlass ist, haben wir spezielle Salbungsgottesdienste, an denen wir dem Öl einen speziellen Auftrag geben. Zum Beispiel Salbung für Durchbruch, Gunst, Wunder, Unternehmen und so weiter. Scripture to study this month, Psalm 92, Psalm 95, Ruth 3, James 5, Exodus 29, Mark 6, Hebrew 1, Isaiah 61, Luke 7, Psalm 45, 1 John 2, Luke chapter 10, 2 Samuel 14, Leviticus 8, Exodus 25, 1 Samuel 16, Daniel 10, Mark 14 and Acts 10. Bibelstellen zum Studieren diesen Monat.
Psalm 92, Psalm 95, Jakobus 5, 2. Mose 29, Markus 6, Hebräer 1, Jesaja 61, Lukas 7, Psalm 45, 1. Johannes 2, Lukas 10, 2. Samuel 14, 3. Mose 8, 2. Mose 25, 1. Samuel 16, Daniel 10, Markus 14 und Apostelgeschichte 10. Amen. Amen. Can we give Jesus a big clap offering? Hallelujah. For the prophetic focus of March. Jesus einen großen Applaus geben für den prophetischen Fokus vom März. Amen. Amen. Now remember this. Vergiss nicht. I did not know what was happening in Switzerland until we released this prophetic focus of March. Ich wusste nicht, was in der Schweiz läuft, bis wir diesen prophetischen Monatsfokus für den März freigegeben haben. Not only that I was away for 2 weeks. Herausgegeben haben. Es ist nicht nur, dass ich 2 Wochen weg war. But I didn't hear. Actually, to be honest, it was when we were getting ready to come back that I start hearing that there is a panic in the atmosphere about the coronavirus. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich erst gerade, als wir uns parat gemacht haben, um zurückzukommen, zurückzufliegen in die Schweiz, da habe ich gehört, dass da irgendwie so eine Panik in der Atmosphäre in der Schweiz herumschwirrt wegen diesem Coronavirus. And as we always say, wir sagen immer, God give us this prophetic word way in advance. Gott hat uns dieses prophetische Wort schon lange im Voraus gegeben. Now, I want to draw your attention. Jetzt möchte ich euch sagen, if you are in this church, wenn du in dieser Gemeinde bist, or you have been following our ministry, oder unserem Dienst gefolgt bist, or you are watching us online, oder online zuschaust, everything that is happening in this season, alles, was jetzt in dieser Zeit geschieht, it is not new to us. Ist nichts Neues für uns. How many of you know what I'm talking about? Wer weiß, was ich damit sage. It's not new to us. Das ist uns nichts Neues. What do I mean by that? Was meine ich damit? In November last year, im letzten November, let me read exactly what the prophetic focus was in November last year. Ich möchte lesen, was genau der prophetische Fokus war im November letzten Jahres. I'm not reading everything. Ich lese nicht I'm alles. Just reading one point. Nur einen Punkt. November last year, this is what we wrote. You can go back and check it because some of you have it in your house. Ihr könnt das zu Hause auch noch mal lesen. Da genau haben wir geschrieben, nämlich. I said that the Lord revealed to me, let us pray and watch out for this winter as I see heaviness in the spiritual atmosphere that will result in worrying. That's a very important word. That will result in worrying, more especially in this season. Wortwörtlich habe ich da geschrieben, dass ich gesehen habe, lasst uns beten und wachsam sein über diesem Winter, denn ich sehe eine Schwere in der geistlichen Atmosphäre, welche ganz besonders in der jetzigen Zeit Sorgen bereiten wird. Sorgen, das ist ganz ein wichtiges Wort hier. In Switzerland officially, when is the winter over? In der Schweiz ist wann genau der Winter offiziell vorbei? Is it March? Ich glaube im März. It's 21st of March. Ich glaube, 21. März. And so we are still in winter. Das heißt, es ist noch Winter. Is that correct? Stimmt das? We are still in winter. Es ist noch officially. Offiziell ist we noch are winter. Still in winter. Offiziell so ist noch Winter. It means that the word of God does not make mistakes. Das heißt, das Wort Gottes macht keine Fehler. Amen. Amen. The word of God does not do what? Das Wort make Gottes mistake. Macht keine Fehler. So, do you realize that there is worry in the atmosphere now? Ist dir aufgefallen, dass jetzt da eine gewisse Sorgen in der Atmosphäre sind? Do you also realize there is heaviness? Ist dir auch aufgefallen, dass wir eine Schwere in der Atmosphäre in the atmosphere? Ist? Do you realize that this winter have been the winter that we experience a lot of heaviness in the atmosphere. Ist dir auch aufgefallen, dass wir diesen Winter wirklich eine große Schwere erlebt haben? I mean, apart from the coronavirus, there is the natural disaster, isn't it? Mal abgesehen von diesem Coronavirus, sind da auch die ganzen Naturkatastrophen. And then apart from there, there is a lot of sickness going on. Und dann abgesehen davon sind so viele Leute krank. People are often sick. Die Leute sind oft krank. Like never before. Mehr als zuvor. Why? Warum? Because God knows what is coming. Gott weiß, was kommen and wird. He revealed it to us. Und er offenbart es uns. Now watch this. Schau. I am not worried. Ich mache mir keine Sorgen. And tell your neighbor, say, I am not worried. Sag mal deinem Nachbarn, ich mache mir keine Sorgen. Yeah. 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 Because some of you that are saying it, and as you are saying it, you are still worried. So I want to cast out that worry out of you. Einige von euch sagen das, aber machen sich noch Sorgen. Und ich möchte euch diese Sorgen austreiben. Yeah, amen. Amen.
You got to understand this. Das musst du verstehen. God is a protector. Gott beschützt. Can I say it again? Ich sag's noch mal. Now, I'm not saying this. Ich sage das nicht. To eliminate what the government is saying or what the canton is saying in terms of we taking care and taking measure to protect ourselves. Ich sage das nicht, um irgendwie gegen das anzukommen oder das kleinzureden, was der Bund gesagt hat oder was die Kantone weitergegeben haben als Vorsichtsmaßnahmen. No, as a matter of fact, wisdom, we have to protect ourselves. Nein, Weisheit ist wirklich auch, dass wir uns schützen. Where you need to wash your hand, dass du deine Hände wäschst. Wash your hand, dass du dir das da auch tust. Where you need to disinfect, disinfect. Heißt, man soll die Hände desinfizieren, dann desinfiziere deine Hände. Wenn jemand dir ein bisschen verdächtig ausschaut oder vorkommt, dann schüttle seine Hand halt nicht. Just tell them, no offense, but I won't shake your hand. Sag ihm einfach, nimm es nicht persönlich, aber ich möchte dir jetzt nicht die Hand schütteln. Yeah. Ja? It's we can take those precautions and we as a church we will take measure to make sure that you are protected. Wir sollen diese Schutzmaßnahmen wahrnehmen, ernst nehmen und auch wir als Gemeinde wollen sicherstellen, dass du beschützt bist. And if you have been in anywhere and any region where they have coronavirus, please as you come to our church identify yourself so that we can heal you and send you back home and quarantine you. After we have healed you, we quarantine you for 14 days. Und falls du in irgendeiner Region, in einem Gebiet warst, wo das Coronavirus ist und hier in die Gemeinde kommst, dann bitte gib dich zu erkennen, dass wir dich heilen können und dich dann schön brav nach Hause schicken können und 14 Tage unter Quarantäne setzen, nachdem wir dich geheilt haben. Just to confirm that our healing have taken place. The quarantine is not that you are not healed, you are healed, but we are quarantining you to confirm our healing. Einfach zur Bestätigung, dass du geheilt worden bist. Wir setzen dich nicht unter Quarantäne, weil wir nicht daran glauben, dass du geheilt worden bist, sondern vielmehr um zu bestätigen, dass du geheilt worden bist. But listen to me, let's be honest to each other. Aber wir möchten ehrlich sein. Amen. Amen. I'm a realistic. Ich bin realistisch. I'm a very faith man. Ich bin wirklich ein Mann des Glaubens. As a matter of fact, I can hold that coronavirus in my hand and it will do nothing. Also ich kann dir sagen, ich kann dieses Coronavirus in der Hand halten und es wird mir nichts anhaben. That's the kind of faith I have. Einen solchen Glauben habe ich. I was telling my wife this morning. Ich habe heute Morgen meiner Frau gesagt. I say, how can I be a pastor and I will not lay hand on people? I say, I will lay hand on them because my hand is more anointed than the virus. Und ich habe heute Morgen meiner Frau gesagt, wie kann ich Pastor sein und dann meine Hände nicht den Leuten auflegen? Meine Hände sind gesalbter als das Coronavirus. Amen. Amen. Yes, my hand is more anointed. And by the way, if I die laying hand on you and casting a virus, it's an express way of going to heaven. Und selbst wenn ich irgendwie sterbe, währenddem ich euch die Hände auflege, dann wäre es ein Express in den Himmel. It's called die on duty. I'm a hero. Das heißt, man ist im Dienst gestorben. Das heißt, ich habe dann einen Heldentod. Yeah, you know, listen, I say all these things to myself. Nein, also wirklich, ich sage mir das. So that I remove fear. Um die Angst wegzujagen. Because I'm anointed to heal. Weil ich bin gesalbt zu heilen. I'm anointed to pray for the sick. Ich bin gesalbt, um für die Kranken zu beten. And the house of God. Und das Haus Gottes. Supposed to be a place. Soll der Ort sein. Where the sick come. Wo die Kranken hinkommen. And they get healed. Und geheilt werden. Isn't that true? Oder? Yeah. Because sometimes when the world starts talking, we forget who we are. Weil manchmal, wenn die Welt da anfängt zu reden, da vergessen wir, wer wir eigentlich sind. We forget that we are a house of prayer. Wir vergessen, dass wir ein Haus des Gebets sind. We are a house of healing. Wir sind ein Haus der Heilung. Somebody say amen. Sag mal amen. So we have to be ready. Also müssen wir bereit to sein. To use this opportunity. Auch Gebrauch zu machen von dieser Möglichkeit. To lift up the name of Jesus. Um damit den Namen Jesu zu erheben. Because he still heals today. Weil heilt auch heute he noch. Same yesterday, er ist derselbe gestern, today, heute and forevermore. Und in alle Ewigkeit. Hallelujah. Halleluja. Because I hear now there is some people panicking and some people are saying, should I go to church, should I not go to church and everything like that. Listen to me, this place is forbidden. Somebody say forbidden. Also ich höre, wie gewisse Leute da Panik schieben und Angst haben und sich fragen, ja, soll ich noch in den Gottesdienst kommen oder nicht? Und ich kann dir sagen, dieser Ort ist, da steht ein Verbot. From coronavirus. Das Coronavirus hat hier keine Eintrittserlaubnis. Somebody say amen. Sag mal amen. Now, I declare it. Remember, one of our words this month is declare, 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 declare. So what I'm doing here, I'm not wasting your time. I'm declaring some things in the atmosphere.
Ihr wisst noch, eines der Worte für diesen Monat ist das mit dem Deklarieren. Wenn ich hier stehe und spreche, dann verschwende ich nicht eure Zeit. Was ich tue, ist, ich deklariere. So I declare that nobody with coronavirus will survive this place. Once you enter here, coronavirus die. Und ich erkläre, dass wenn irgendjemand mit einem Coronavirus hier hinkommen sollte, dass dieses Coronavirus nicht überlebt, sondern sterben wird. Ja. Yeah. Somebody say amen. Sag mal amen. So don't be afraid. Also turn to your neighbor and say don't be afraid. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag hab keine Angst. Turn to your neighbor and say don't worry. Dreh dich zu deinem Nachbarn und sag mach dir keine Sorgen. Say relax. Entspann dich. Hallelujah. Hallelujah. Before next Sunday some of you will wear masks to come to church. Und bevor der nächste Sonntag kommt und dann einige von euch mit Masken in den Gottesdienst kommen. No, not even only masks, it's like they cover their head to ich muss mich noch korrigieren, nicht nur Masken, sondern diese Ganzkörperanzüge, wie man da zum Teil in den Krankenhäusern sieht. Somebody say amen. Sag mal amen. So, as we are wise protecting ourselves, wir sind weise und schützen uns, let us not be afraid. Aber wir wollen keine Angst haben. Now, let me tell you another thing you need to know. Und noch etwas, was du wissen musst. Irrespective of all we are hearing in the media. Ungeachtet von all dem, was wir irgendwo in den Medien hören. Heute, Cancer is still killing more people on weekly basis than coronavirus. Sterben jede Woche noch mehr Leute an Krebs als an diesem Coronavirus. Till today. Bis zum heutigen Tag. Heart attack. Am Herz. Is still killing more people. Herzinfarkte töten noch mehr Leute als das Coronavirus. Than coronavirus. As of today. Bis zum heutigen Tag. Diabetes is still killing more people. Sterben mehr Leute an den Folgen von Diabetes than coronavirus. Als an diesem Coronavirus. So let us come out of this panicking. Also wollen wir da diese Panik, wollen wir aus dieser Panik rauskommen? Is somebody hearing what I'm saying? Versteht ihr, was Because ich sage? Because these numbers, they are just magnifying it to put fear in you, but they are not telling you what is actually happening. Diese Zahlen, die sie da so groß rumposaunen, sagen sie einfach, um uns Angst zu machen. Die wirkliche Wahrheit sagen sie uns nämlich nicht. That's true. Stimmt. That's true. Es stimmt. So, as much as we are being careful, let us know. Listen, I was telling Dominic the other day, I said, listen, if evil is going to come to you, you can be in your house and that evil will come and meet you there. Weißt du, ich habe es kürzlich mit Dominik davon gehabt, wenn irgendetwas Böses auf dich treffen will, dann kannst du auch zu Hause rumsitzen und das Böse wird dich zu Hause treffen. Yeah. Yeah, isn't that true? Stimmt, oder? Yeah, you can be in your house, lock all your door. Du kannst zu Hause sitzen, alle Türen um dich verschlossen, verbarrikadiert. And evil will find a way and come there and meet you. Und das Böse wird trotzdem irgendwie einen Weg finden und dich da finden. So my prayer for us. Also ist es mein Gebet für uns. Is that we will walk in wisdom. Dass wir weise sind. Obey the government. Und den Maßnahmen der Regierung Folge leisten. Den Maßnahmen whatever law and measure they have put together. Des Kantons, welche Maßnahmen auch immer sie vorschlagen, all, aber über alles hinaus, wir glauben an Gott. Lasst uns aufstehen, wir möchten beten. Church is also a place of talking about current affairs. Die Gemeinde ist auch ein Ort, wo wir über aktuelle Angelegenheiten sprechen. Yeah, so we cannot just preach spiritual and we forget what is happening. We need to take time and address it. Wir können da nicht einfach nur geistlich irgendwie was rumpredigen, wir müssen auch die Dinge beim Namen nennen, was effektiv passiert. The Bible says, die Bibel sagt, according to Psalm 92 verse 10. Gemäß Psalm 92, 10. But my horn you have exalted like a wild ox. I have been anointed with fresh oil. Da steht aber, mein Horn erhöhst du wie das eines Büffels. Ich bin übergossen mit frischem Öl. Psalm 92, 11. We are praying. Wir beten. For fresh oil. Für ein frisches Öl. Of protection. Ein frisches Öl des to Schutzes. Come upon us. Dass es über uns kommt. As the children of God. Als Kinder Gottes. In our going out. Wenn wir rausgehen. In our coming in. Und reinkommen. In this month of March. In diesem März. That no matter what happened. Dass egal was passiert. No matter the second. Circumstances, egal welche Umstände, there will be no fear. Dass keine Angst, no fear of death. Keine Angst vor dem Tod no besteht, fear of disease. Keine Angst vor Krankheit. No fear of sickness. Keine Angst vor Krankheit. But we will walk sondern in anointing.
Wir werden in der Salbung wandeln. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Lift up your voice and pray that prayer. Erhebe deine Stimme und bete. Pray that prayer. Pray that your head will be anointed. Bete, dass dein Haupt gesalbt ist. With fresh oil. Declare it. Declare it. Declare it. That coronavirus. Erkläre, dass dieses Coronavirus. No disease. Keine Krankheit. No cancer. Kein Krebs. No weakness. Keine Schwäche. No evil. Nichts Böses. Will come against you. Gegen dich ankommen. You are protected. Du bist beschützt. With the power. Mit der Kraft. And the glory of God. Und der Herrlichkeit Gottes. Yeah, declare it over your life. Erkläre das über deinem over Leben. Over your family. Über deine Familie. Over your children. Über deinen Kindern. This is your season. Dies ist deine Zeit. You are walking in miracles. Du wandelst in Wundern. You are walking in favor. Du wandelst in Gunst. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Lasse God asia kandeka. Mi kandele brosekete. Father, Lord, we decree and declare. Protect, protect, protect. Fresh oil. Fresh oil. Fresh oil. Fresh oil. I kamande seketaba. In Jesus' mighty name we have prayed. In Jesu mächtigem Namen haben wir gebetet. Amen. God bless Amen. You. Be seated. Gott segne euch. Bitte setzt euch in der Gegenwart Gottes. Please, Usher, if you can share the envelopes. Könnt ihr bitte die Umschläge austeilen? We are taking offering. Wir möchten das Opfer zusammenlegen. And our offering this day. Und unser Opfer heute. We are giving to God. Das geben wir Gott. As an offering of thanksgiving. Als ein Opfer der Danksagung. Offering of thanksgiving. Ein Opfer der Danksagung. Psalm 100. Psalm 100. If you can open your Bible to Psalm 100. Wir möchten gerne zu Psalm 100 gehen. Because I believe that somebody offering. Weil ich glaube, dass das Opfer von jemandem. Is going ahead of you today. Dir heute vorauseilt. And is opening a new door. Und dass es neue Türen öffnet. Because when you thank God. Weil wenn du Gott dankst. For what he has done. Für was er getan hat. He will do more. Dann wird er noch mehr and more, tun und noch and mehr more. Und noch and mehr. And if you thank him in advance. Und wenn du ihm voraus dankst. For what he has not done. Für was er noch gar nicht getan hat. He is committed. Dann ist, verpflichtet er sich, to do it. Das zu tun. In Jesus' name. In Jesu Namen. So Psalm 100 verse 4 say, enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. Psalm 100 Vers 4, da steht, gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, preiset seinen Namen. Amen. Father, as we give you this offering, Vater, wie wir dir dieses Opfer geben, let it be an offering of thanksgiving. Lass es ein Opfer der Danksagung sein. Receive it. Empfange es. Use it to build your church. Brauche es, um deine Gemeinde aufzubauen. Build your people. Erbaue dein Volk. And build your nation. Und erbaue dein Land. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's give offering. Wir möchten das Opfer geben. Thank you.
But what gives you money is the principle. Like the day of Pentecost, fire fall on me. Like the day of Pentecost, fire fall on me. Fire, 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 fire fall on me. Holy Ghost, Holy Ghost, fire, fire fall. Hallelujah. Hallelujah. Father, Lord, we bless your holy name. Vater, wir segnen deinen heiligen Namen. I just felt that we should pray for the coming closing ceremony of our school of ministry. Ich habe gerade das Gefühl, dass wir für die bevorstehende Abschlussveranstaltung dieser Schule des Dienstes beten sollen. If we can project that banner for the school of ministry. When I saw the banner, als ich das Banner sah, one of the things that came to my mind, etwas, was mir dabei in den Sinn kam, and I know that it's from God, und ich weiß, es ist von Gott, was that this weekend of closing ceremony of the prophetic school of ministry is going to be very, very, very glorious. War, dass dieses dieses Abschlusswochenende der Schule des Dienstes wirklich sehr, sehr, sehr glorreich sein you wird. You know, I know that the graphic designer, I think that was Rebecca, you see this sign here that was upon that picture. Ihr seht da die Person, die den Flyer gestaltet hat. Ich glaube, es war Rebecca. Da ihr seht da die Linie um die Silhouette der Personen. I believe it's a symbol. Und ich glaube, das ist ein Symbol. That this prophetic school of ministry closing ceremony is going to be like none other. Dass diese Abschlussveranstaltung der prophetischen Schule des Dienstes sein wird wie keine zuvor. So I really want to encourage you. Und so möchte ich euch wirklich ermutigen. Start praying towards it. Betet darauf hin. Help us to invite as many people as you can. Und helft uns wirklich so viele Leute wie möglich einzuladen. And let us come. Und wir wollen kommen. To be lifted. Um erhoben zu werden. To the next level. Auf die nächste Ebene. I don't know how to explain it. Ich weiß nicht, wie ich es erklären kann. But when we were in Ghana, aber als wir in Ghana waren, we really saw the glory of God upon Reverend Sam Krangchi Ankara like never before. Da sahen wir wirklich die Herrlichkeit Gottes über Reverend Sam Krangchi Ankara wie nie zuvor. Now you know that you are blessed. Du weißt, du bist gesegnet. When the entire nation is celebrating you. Wenn das ganze Land dich segnet, dich feiert. That was what we went to experience. Und genau das haben wir erfahren. We experienced a man that the nation was celebrating. Wir haben einen Mann erlebt und das ganze Land hat ihn gefeiert. I mean, the government were there. Die Regierung war da. And they were fully behind him. Und die standen völlig hinter ihm. And that is the man. Und das ist der Mann, God is sending to this nation. Den Gott in dieses Land schickt. And we believe, und wir glauben, we can never be the same. Dass wir für immer verändert werden. Let us pray. Lasst uns beten for the coming school of ministry. Für die bevorstehende Schule des Dienstes. This prophetic school of ministry, dass diese prophetische Schule des Dienstes through his servant, durch seinen Diener, that he's sending us this weekend, den er uns für dieses Wochenende sendet, he will push us, dass es uns, lift us, dass er uns katapult us, vorwärts bringt, erhebt to the next level, auf die nächste Ebene befördert, and that nothing can hinder anybody, und dass nichts niemanden aufhalten kann, coming into this glorious atmosphere, davor in diese glorreiche Atmosphäre zu kommen, because we have learned, weil wir haben gelernt, that glory,
dass die Herrlichkeit eine Manifestation ist von der Gegenwart Gottes. Go ahead and pray. Also bete. For the coming school of ministry. We can pray for the coming school of ministry. We can bete für dieses bevorstehende Wochenende der Schule des Dienstes. That our guest this year, dass unser Gast dieses Jahr to close the school for us, der kommt, um die Schule mit uns abzuschließen. That God will use him mightily. Dass Gott ihn ganz mächtig brauchen pray wird. For him and his wife, bete für ihn und für seine Frau. As they come, wie sie kommen, that there be no hindrances, dass es keine Hindernisse gibt, no circumstances, keine Umstände, can stop the gathering of God's people, die Versammlung von Gottes Volk aufhalten kann. Pray for fresh oil, bete für ein frisches Öl, to rest upon the church, bete, dass ein frisches Öl auf der Gemeinde rest ruht, upon the school, auf der Schule ruht, rest upon the conference, auf der Konferenz ruht, that it will be heaven on earth, dass es Himmel auf Erde Father, sein wird. Father, we lift up, O God, the prophetic school of ministry closing weekend. We decree and declare, let it catapult us to the next level. May we discover, O God, our assignment. May we be full of joy and glory. In Jesus' mighty name we have prayed. In Jesu mächtigem Namen haben wir gebetet. Amen. Amen. Let's celebrate Jesus. Lasst uns Jesus feiern. He is good God. Er ist ein guter Gott. Amen. Amen. God bless you. Thank Gott you very much, euch. Worship team. Vielen Dank, Anbetungsteam. You are fantabulous. Ihr seid fantabulös. Hallelujah. Hallelujah. Encounter your soul. Begegne deiner Seele. Encounter your soul. Begegne deiner Seele. We are talking about, I will be doing actually review of three topics this morning. Ich werde diesen Morgen drei Themen besprechen. And all will happen by the special grace of God under 1 hour. Und all das wird durch die ganz besondere Gnade Gottes unter einer Stunde dauern. Amen. Amen. With God, all things are possible. Mit Gott ist alles möglich. Amen. Amen. We're going to be doing a review on loving God with all your heart. Wir werden besprechen den Abschnitt Liebe Gott mit ganzem Herzen. Then we're going to do a review on loving God with all your soul. Dann werden wir besprechen Liebe Gott mit deiner ganzen Seele. And then we're going to do a review on loving God with all your mind. Und dann besprechen wir Liebe Gott mit deinem ganzen Verstand. So come with us on this journey, Psalm 51, verse 10 to 12. Also komm und sei dabei. Psalm 51, Verse. Psalm 51, verse 10 to 12. Psalm 51, Verse 10 bis 12. Can we read together? Lasst one, two, ready, go. Create in me a clean heart, O God. And renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Last. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. German. Lass uns zusammen lesen. Lass mich mit Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Herr, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Vers 13? No, it's okay. Yeah, but it's not the same. It's not the same, okay. Vers 13? Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Vers 14. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Amen. Are you finished? I think so. Halleluja.
Amen. Verse 12 bis 14 All auf right. Deutsch. We are looking, if you are a visitor this morning, don't worry, you are not lost. We are preaching the gospel of Jesus Christ. Also wenn du heute Morgen einfach ein Besucher hier bist, dann sorge dich nicht, du hast dich nicht verlaufen. Wir predigen auch hier das Evangelium, das Wort Jesu Christi. Amen. Amen. We just want to encourage you. Wir möchten dich einfach ermutigen. If you have not read our book, Encounter Your Soul, or you have not been reading it with us, that you can grab still a copy and come on board with us. Wir möchten dich ermutigen, falls du bisher nicht dabei warst und das Buch Begegne deiner Seele nicht auch gelesen hast wie wir, dann möchten wir dich ermutigen, dass du dir noch eins kaufst und mitmachst. You can form a group. Du kannst immer noch eine Gruppe bilden. Appoint somebody to be a contact person in your group. Dann bestimmt jemanden, dass er die Kontaktperson deiner Gruppe sein soll. And notify our church office. Und dann lass es unser Gemeindebüro wissen. And then you follow up with all what we are doing and the teachings. Und dann kannst du bei allem, was wir machen, die ganzen Lehren allem mit dabei sein. Or you can just grab the book. Du kannst ja auch einfach das Buch kaufen and begin to read it by yourself und es selbst anfangen zu lesen and follow up the teachings. Und dann die Lehren anhören. What we always forget to say, was wir immer wieder vergessen zu sagen, is that this book can be downloaded from Amazon. Ist, dass dieses Buch auch von Amazon heruntergeladen werden kann. So you can get, it's actually much, much cheaper. Sprich, du kannst es auch viel günstiger dort bekommen. When you get the electronic book. Als E-Book ist es viel günstiger. So you can download it from anywhere in the world. Also du kannst es, egal wo du bist, rund um die Welt kannst du es von and Amazon it will be a blessing to you. Herunterladen und es wird dir ein Segen sein. Just join what we are doing this season. Sei einfach dabei in dem, was wir diese, in and dieser be Zeit part tun. Of the testimonies. Und sei auch Teil der Zeugnisse. Somebody say amen. Amen. Now, we started about, I think, 2 weeks ago, talking about the importance of loving God with our entire being. Ich glaube, vor ungefähr 2 Wochen haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir Gott mit unserem ganzen Wesen lieben. And we show you a diagram, if they can project that diagram again. We show you a diagram, how important it is for you to understand how you are wired inside and what make up your soul. Wir haben euch da ein Diagramm gezeigt, das uns hilft zu verstehen, wie wir gemacht sind, wie wir aufgebaut sind. And we'll talk about the heart, sprich, wie die Seele aufgebaut the emotion, ist. Wir haben über das Herz, the mind, die Emotionen, and the will. Den Verstand und den Willen gesprochen. And amazingly, und es ist erstaunlich, these are all the areas that God want us to love him with. Das sind alles die Bereiche, mit denen Gott möchte, dass wir ihn lieben. Because these are what make up our soul. Weil das sind die Bestandteile unserer Seele. And our soul is who we are. Und unsere Seele ist, wer wir sind. Somebody say amen. Sag mal amen. Because the Bible teaches us. Denn die Bibel lehrt uns, that we are spirits. Dass wir ein Geist sind, that possess a soul, der eine Seele besitzt, and live in a body. Und in einem Körper lebt. And so as far as this earth is concerned, und solange wir auf dieser Welt sind, is our soul. Ist unsere Seele, that allow us to operate as a human being or as a living being. Der Teil, der es möglich macht, dass wir als lebendiges Wesen wirken können. So therefore, when that question was asked to Jesus by the Pharisees, und deswegen, als die Pharisäer Jesus diese Frage stellten, in Mark chapter 12, in Markus 12, what is the greatest commandment? Welches ist das wichtigste Gebot? And Jesus answered them back, da antwortete Jesus ihnen, by saying, und sagte, in Vers 30, das war Vers 30, that the greatest commandment, das größte Gebot, is to love God, ist es, Gott zu lieben, with all your heart, von ganzem Herzen, with all your soul, von ganzer Seele, with all your mind, mit deinem ganzen Verstand, and with all your strength, und all deiner Kraft. And then he says, und dann sagte the er, second is like the first. Das zweitwichtigste ist wie das erste. Love your neighbor, liebe deinen Nachbarn, as yourself, wie dich selbst. And therefore, und deshalb we discover, haben wir entdeckt, in order to love
God, um Gott zu lieben, in this dimension, in dieser Dimension, we need to know, müssen wir wissen, what loving God with our heart means, was es bedeutet, Gott von Herzen zu lieben, what loving God with our soul means, was es bedeutet, Gott mit unserer Seele zu lieben, what loving God with our mind means, und was es bedeutet, Gott mit unserem Verstand zu lieben, and what loving God with our might, our strength, or our will. Und was es bedeutet, Gott mit unserer Kraft, sprich mit unserem Willen zu lieben. So, the starting scripture that we read today in Psalm 51. Die Bibelstelle, die wir am Anfang gelesen haben von Psalm 51. Said, create in me a clean heart. Da steht, erschaffe in mir ein reines Herz. Create in me a clean heart, erschaffe oh God, in mir ein reines Herz. And renew a steadfast spirit within me. Or another translation say, and renew the right spirit within me. Und erschaffe in mir den richtigen oder den neuen, einen neuen richtigen Geist. Now listen to this. Your heart is like a spirit also. Weißt du, dein Herz ist auch wie ein Geist. Amen. If you read your Bible, wenn du in der Bibel liest, you will notice that in some places in your Bible, instead of them writing heart, they write spirit with a small s. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber je nach Übersetzung steht manchmal anstelle von Herz steht auch Geist. Spirit with a small s. Da steht auch Because Geist. Because your heart and all the other components around your heart, like your mind and your emotion and etc., are not seen. Weil dein Herz und alles, was auch darum ist, deine Emotionen, dein Verstand, dein Wille, all diese Dinge sind auch nicht sichtbar. And, but they are interconnected. Aber sie sind miteinander verbunden. So, if your heart is not functioning proper. Das heißt, wenn dein Herz nicht richtig funktioniert, it gives a wrong signal to your feeling, your emotion. Dann gibt dein Herz deinen Gefühlen, sprich deinen Emotionen, eine falsche Information weiter. And then it gives, if you can put the diagram again, and then it gives a wrong signal to your mind, the way you think. Und dann geht auch ein falsches Signal weiter an deinen Verstand, sprich an deine Gedanken. And it gives a wrong signal to the way you make your choices, und your ability to choose, your strength. Geht auch ein falsches Signal weiter in den Bereich, wo du dich entscheiden solltest. So, and all of these, if they are not working, then it means your soul is messed up. Und wenn diese Bereiche nicht alle richtig funktionieren, heißt es, dass deine Seele durcheinander ist. And may I tell you something? Darf ich dir was sagen? If your soul is messed up, it affects your physical body. Wenn deine Seele durcheinander ist, hat das einen Einfluss auf deinen physischen Körper. Amen. Amen. Now it's like this. Es ist so. It's like the way people dress outwardly. Die Art, wie sich die Menschen kleiden, can easily be traced back to the way they feel inwardly. Da kann man viel darauf zurückführen, wie sie sich innerlich fühlen. Do you understand that? Versteht ihr das? Or the way your house look like. Oder so wie dein Haus aussieht. Can easily be traced towards how you feel inside. Oder deine Wohnung aussieht. Daraus kann man auch Rückschlüsse ziehen, wie du dich innerlich fühlst. So if I go for a house dedication. Wenn ich ein Haus einweihe. All I need to do is to look around. Da muss ich mich nur umschauen. And I know exactly. Und ich weiß ganz genau, how your emotion is. Wie es in deinen Emotionen aussieht. Even though you have cleaned up because Pastor John is coming. Auch wenn du aufgeräumt hast, weil Pastor John schließlich kommt. There is always something that you will not clean up that will implicate you. Da gibt's immer irgendetwas, was du nicht aufgeräumt hast, was dann einen Hinweis gibt auf dich. There is always something I will see that will implicate you. Immer noch etwas, was dann dich verrät. Number one. Erstens. If your soul is messed up, wenn deine Seele durcheinander ist, you don't put so much importance on how you look. Dann ist es dir nicht so wichtig, wie du aussiehst. It doesn't matter to you anymore. Das ist dir dann ziemlich egal, how you look. Wie du aussiehst. And it doesn't matter to you anymore how you dress. Und es ist dir dann auch egal, wie du dich kleidest. Yeah,
I'm just giving you some secrets now. Ich gebe euch gerade ein paar Geheimnisse weiter. You see people come. Now, do you know, it's not here in Switzerland, but in Africa. Hier in der Schweiz ist es nicht so stark. Es geht vor allem um Afrika. How you know that somebody is mentally disturbed? Du siehst, dass jemand psychisch krank ist. Is how they dress. An der Art, wie sie sich kleiden. It's how they dress and how they look. An ihrer Kleidung und an ihrem Auftreten und ihrem Aussehen. Okay, so in Switzerland it's a little bit different. In der Schweiz ist das ein bisschen anders. Because we have an organized system. Weil unser System sehr organisiert ist. We have an institution. Es gibt Institutionen, that take care of mental people. Die sich um psychisch kranke Menschen we kümmern. Have insurance. Es gibt Versicherungen and etc. und so weiter. So they try to help them. Und die versuchen den Leuten zu helfen. But in countries like third world country where they don't have a good social system. Aber in sogenannten Drittweltländern, wo es nicht so ein gutes Sozialsystem gibt, da hilft niemand diesen Everybody's Leuten. Jeder ist einfach auf sich gestellt. And if you don't have money, und wenn du nun kein Geld hast, treated, um dich behandeln zu lassen, people know it immediately by how you look. Dann sehen die Leute das sehr schnell gemäß deinem Aussehen. So on the street, also auf der Straße you don't need to be told, oh, that person is a mad person. Muss man dir nicht sagen, ja, die Person ist ein bisschen verrückt. Oh, that person has a psychiatric problem. Ja, diese Person, die ist psychisch krank. Because of how they dress. Man sieht es einfach an ihrer Kleidung I'm schon. Yet to see ich werde noch sehen, somebody, I mean, I'm talking about on the street now to see somebody that is psychiatrically challenged and they dress always very clean and iron their clothes and wear so nice clean clothes. I'm here to see. Ich habe noch niemanden gesehen irgendwo draußen auf der Straße, der psychisch krank ist und sich gut kleidet, seine Kleider schön bügelt und immer gut gekleidet und gepflegt durch die Gegend läuft. If you see that, wenn du so jemanden it siehst, means that that person is not really, really challenged yet. Dann heißt das, dass dieser Person noch nicht wirklich sehr schlecht they are geht. Still able to manage it. Das heißt, sie kann sich immer noch um sich kümmern. Psychiatric case, aber wenn eine Person wirklich psychisch schwer krank the ist, last thing in their mind, dann ist das Letzte, was ihnen noch in den Sinn kommt, is how they look outwardly. Sich darum zu kümmern, wie sie aussehen. I hope I've painted the picture enough. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen. Okay, so then Proverbs 4:23 says. Sprüche 4:23. Say, above all else, guide your heart, for everything you do flow from it. Sprüche 4:23. Above all else. Mehr als alles. Guide your heart. Mehr als alles andere behüte dein Herz. For everything you do, denn von ihm flow from it. Geht das Leben aus. So this is putting important in your heart. Und da sehen wir wirklich die Bedeutung deines Herzens. So if you're gonna love God with all your heart, wenn du nun Gott von ganzem Herzen lieben sollst, you need to know how important your heart is. Musst du auch wissen, wie wichtig dein Herz ist. Now watch this. Schau. The heart is the place, it's also in your book, if you have the book. The heart is the place where we feel and express love. Das Herz ist der Ort, wo wir empfinden und Liebe ausdrücken. The heart influences the way we think. Das Herz hat Einfluss darauf, wie wir denken. And the way we feel. Und die Art, wie wir fühlen. Do you hear that? Habt ihr das gehört? The heart influences what the way you think and the way you feel. Das Herz beeinflusst unser Denken und unser Fühlen. So Ezekiel 36:26. Ezekiel 36:36. It says that God said he will remove the heart of stone. Da heißt es, dass Gott das steinerne Herz wegnimmt. And replace it with a heart of flesh. Und es durch ein fleischernes Herz ersetzt. Why? Warum? Why will God remove a heart of stone and replace it with a heart of flesh? Warum soll Gott ein steinernes Herz hinwegtun und es durch ein fleischernes ersetzen? So that we will be more like God and desire what God desires. Dass wir mehr sind wie Gott und auch das uns wünschen, was Gott sich wünscht. Because a heart of stone. Weil ein steinernes Herz have no feelings. Hat keine Empfindungen. You understand? Versteht ihr das? A heart of stone can hurt people. Ein steinernes Herz kann andere Menschen verletzen, without thinking, ohne darüber nachzudenken. A heart of stone, ein steinernes Herz does not know how to love, weiß nicht, wie man liebt. Does not know how
to be emotional. Weiß nicht, wie man etwas empfinden kann oder wie man emotional ist. Does not know how to value people. Kann Menschen nicht wertschätzen. Heart of stone. Ein steinernes Herz. So if you see people with a heart of stone, wenn du Menschen siehst, die ein steinernes Herz haben, you will see that you are struggling. Dann siehst du irgendwie, ja, das ist, du hast es sehr schwer momentan. They don't care. Und es ist ihnen ganz egal. Even when you are dying, selbst wenn du am Sterben bist, they are still thinking about what you didn't do and what you do. Dann denken sie immer noch über das nach, was du gemacht hast und was du nicht gemacht hast. So heart of stone, ein steinernes Herz, are people that are program-minded. Das sind Menschen, die denken wie im Programm. Program-minded. Wie im Programm. We have to do this. We have to do this. Das, das und das und das und das tun. And they don't care. Und es ist ihnen egal. What is happening around them? Was rund um sie geschieht. People are suffering. Die Leute können people leiden. Are dying. Es können Leute people sterben. Are weak. Die Menschen sind vielleicht wirklich schwach und krank. They don't care. Und ihnen they ist just alles want egal. To do. Sie wollen einfach, do, dass du da do, funktionierst do, und do. Machst. And some of our working places are full of chefs with heart of stone. Und einige unserer Arbeitsplätze sind wirklich voller Chefs, die ein steinernes Herz haben. All they know, alles, was sie wissen, work for 8 hours. Oder alles, was sie kennen, ist, man arbeitet da seine 8 Stunden. Hop, 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 hop. They don't care about how you feel. Und ihnen ist es ganz egal, wie du dich gerade fühlst. They cannot come in and say, "How are you today, Mrs. Cocker?" Sie können nicht mal kommen und sagen, wie geht's Ihnen heute, Frau Kocher? Did you sleep well last night? Haben Sie gut geschlafen? No, it's not your business. Nein, es ist Ihnen ganz egal. Whether you wake up with your pain in your shoulder or pain in your head or what they know is do your job. Ob du nun mit Schulterschmerzen aufgewacht bist oder vielleicht mit Kopfschmerzen, es ist Ihnen völlig egal. Hauptsache ist, dass du deine Arbeit machst. Some of our leaders. Wir haben Leiter. Heart of stone. Die haben ein steinernes Herz. They are just leading. Die leiten einfach, without having any feeling, ohne irgendwelche Gefühle zu haben, humanity, für die Menschheit. And listen, hör zu. Constant heart of stone people, diese Leute, die immer ein steinernes Herz haben, give birth to heart of stone. Die gebären auch steinerne Herzen. You understand that? Versteht when ihr you das? Have people around you, sprich, wenn du mit Leuten umgeben that bist, is full of heart of stone, die so ein steinernes Herz after haben, a while, nach einer Weile, you yourself, you develop toughness. Entwickelst auch du diese Härte. Because you think it's normal. Weil du denkst, es sei normal. So you realize, und dann merkst du, your soft heart, dass dein weiches Herz is becoming also heart of stone. Nun auch zu einem steinernen Herz wird. Do you know, wusstest du, that even in the churches today, selbst in den Gemeinden heute, even in the churches, in den Gemeinden, we are creating such a hard environment. Da schaffen wir so eine harte Umgebung. Like people come to church, die Leute kommen da in die Gemeinde. If they are crying, wenn sie weinen, we say, "What's wrong with you? You always cry." Fragen sie, ah, was ist denn los mit dir? Du weinst immer. And listen, if I don't cry in the church, weißt du, wenn ich in der Gemeinde nicht weine, where can I cry? Nicht weinen darf, wo denn? Because the whole society, weil die ganze Gesellschaft is full of people with heart of stone, selfish people, ist voller Menschen mit einem steinernen Herzen, voller Egoisten. People that are just minding their own business, what they can get from life. Leute, die einfach ihren eigenen Geschäften nachgehen und darauf fokussiert sind, was sie davon bekommen können. So Jesus, says, Jesus sagte, come unto me, kommt her zu mir, all ye that are burdened, ihr alle, die ihr schwer beladen seid and heavy laden, und mühselig, and I will give you rest. Und ich werde euch Ruhe geben. So church is a place. Das heißt, die Gemeinde ist ein Ort, where we come for download. Wo wir kommen, um herunterzuladen. And offload. Und abzuladen. All our burdens. All unsere Lasten. You know, we shouldn't forget the reason why God created church. Wir dürfen also nicht vergessen, warum Gott eigentlich die Gemeinde erschaffen hat. He want us to come to a place. Er will, dass wir an einen Ort kommen, where we can be ourselves. Wo wir einfach uns selbst sein können. Somebody hearing me? We all are a work in progress. Wir sind alle wir sind alle noch am Entstehen. And that's why when we come to church, in Entwicklung, das heißt, wenn wir in den Gottesdienst kommen, we get refilled, werden wir wieder aufgefüllt, we get encouraged, wir werden ermutigt, and we go to face the world, und gehen dann wieder in die Welt hinein. The church must not be the same as the world. Und die Gemeinde darf nicht gleich sein wie die Welt. There must be a difference. Es muss einen Unterschied if geben. There is a lot of hop, hop out there, wenn da draußen
so viel Hop Hop ist, he should be soft, soft. Dann sollte hey easy sein. Somebody say amen. Sag mal because, amen. Because you cannot go 6 days a week. Weil du kannst nicht 6 Tage die Woche and walk and walk and walk. Arbeiten, 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 and arbeiten. Then you come to church, und dann kommst du in die Gemeinde. You still feel the same level of stress. Und du bist immer noch unter demselben Stress. So first, also als erstes it has to begin with your heart. Muss es in deinem Herzen beginnen. Now remember, vergiss we nicht. Are not talking about physical what you do. Es geht jetzt nicht ums Physische, was du tust. We are talking about the way you think. Es geht um die Art, wie du denkst. And the condition of your heart. Und der Zustand deines Herzens. When you come to church, wenn du in die Gemeinde and kommst you are coming that I'm coming to meet the King of Kings, und mit der Haltung kommst, ich komme und treffe mich mit dem König der Könige, the Creator, dem Erschaffer, of heaven and dem earth, Schöpfer der Himmel und the Erde, one that created me, dem, mit demjenigen, der mich erschaffen that, hat, that make me, derjenige, der mich gemacht I'm hat, coming to meet him, ich treffe mich jetzt then mit ihm, you come in, into his present, the way you are. Dann kommst du so, wie du bist, in seine Gegenwart. Somebody hearing me. Hört you, ihr das? You don't come stressed out. Dann kommst du nicht gestresst. Let me say something here. Ich möchte noch was sagen. Where there is love, wo Liebe ist, there is freedom. Ist Freiheit. You understand that? Versteht ihr das? Where there is love, there is what? Wo Liebe ist, freedom. Ist Freiheit. And also where there is love, we read it this morning, there is patience. Und wir haben auch heute Morgen gelesen, da wo Liebe ist, ist Geduld. And these are the things of the heart. Und das sind diese Herzensangelegenheiten. So it means, das heißt also, that there are certain heights. Es gibt gewisse Höhen. In God we may never go. Höhen in Gott, wo wir vielleicht nie hinkommen. Certain visions we may never see. Es gibt vielleicht Visionen, die wir nie sehen werden. Certain strength we may never know. Gewisse Stärken, die wir vielleicht nie kennen. Certain situations God may never show up in until we are totally connected to him at the heart level. Oder gewisse Situationen, in denen wir Gott nie völlig erleben werden, bis wir nicht mit unserem ganzen Herzen komplett mit ihm verbunden sind. So God expects you, das heißt, Gott erwartet von dir, dass du dich mit ihm oder dass du eine Beziehung hast mit ihm in heart level, auf Herzensebene, with your heart, mit deinem Herzen, not with principles, nicht mit Prinzipien, alone. Nicht principle nur, is good, nicht nur mit but Prinzipien. Not alone. Prinzipien sind first, gut. In the hierarchy of God, first is your heart. Prinzipien sind gut, aber als allererstes in der Hierarchie der Wichtigkeit Gottes, or, da ist als erstes das Herz. In God's order. In Gottes Ordnung. First is your heart. Als erstes geht's um dein God Herz. God wants you to relate to him with your heart first. Gott möchte, dass du dich als allererstes mit deinem Herzen in die Beziehung mit ihm gibst. Now, please don't get it wrong. Also bitte versteh's nicht falsch. There is too much humanism in the church today. Es gibt heute in der Gemeinde zu viel Humanismus. And that's why. Und deshalb. When people come to church, wenn die Menschen in den Gottesdienst they come kommen, empty, kommen sie leer. And they go empty. Und gehen leer wieder. Because today, weil heute all we are doing, alles, was wir tun, many things we are doing in the church today are fleshly. Vieles von dem, was wir heute in der Gemeinde tun, ist einfach fleischlich. You understand that? Verstehst du? They are flesh. Das Zeug take for example, zum Beispiel. Today, if you want more people to come to your church, wenn du heute möchtest, dass mehr Leute in deinen Gottesdienst kommen, then minimize your time of service. Dann kürze deine Gottesdienstzeit. Isn't that true? Stimmt das? Today. Ja. The more you can shrink your time of service, je kürzer du deine Gottesdienste machst, the more you have more people. Umso mehr Leute werden kommen. They don't care. Ihnen ist egal, what is happening in that church, was da in der Gemeinde passiert. But because you have, so, and remember, for you to have a service in 1 hour or in 1 hour 30 minutes, it means everything must be on program and everything must be on point. Musst dir mal vorstellen, wenn du einen ganzen Gottesdienst in eine Stunde oder anderthalb Stunden reinzwängen willst, dann muss alles so programmiert sein, es muss alles genau nach Programm laufen und alles zack, 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 zack. So, if they give you 5 minutes to talk, in 5 minutes, amen.
Wenn du 5 Minuten hast zum Reden, dann machst du 5 Minuten. Amen. Yeah, because if you dare have any other revelation apart from what you have been given to say, it's an extra time. Weil wenn du es wagst, irgendeine andere oder zusätzliche Offenbarung zu haben, abgesehen von dem, was dir gesagt wurde oder erlaubt wurde zu sagen, dann brauchst du zusätzliche Zeit. So like for now, for example. Wie ich jetzt zum Beispiel. I see a sick person. Ich sehe, wie da jemand krank ist. I feel like healing the sick. Und ich habe den Eindruck, ich soll die kranke Person heilen. I am not allowed. Dann darf ich das because nicht. I have a few time. Weil ich nur wenig Zeit habe. But devil is a liar. Aber der Teufel ist ein Lügner. I'm already doing it. Can you stand on your feet? I want to pray for you. Ich mache es bereits. Yes. Kannst du bitte aufstehen? Ich möchte für dich that's beten. How I work. Come forward. Komm nach vorne. That's how I work. So arbeite ich. My teaching is very practical. Meine Lehre ist sehr praktisch. I'm going to ask the Lord under this anointing. Ich möchte den Herrn bitten unter dieser Salbung. To bring total restoration into your life. Dass er komplette Wiederherstellung in dein Leben bringt. Because the power of God. Weil die Kraft Gottes. Is still available today. Auch heute noch zur Verfügung steht. You know, whatever Jesus did, can I take that? Egal was Jesus getan hat. Whatever Jesus did. Alles was Jesus getan hat. He did it out of love. Das hat er aus Liebe getan. Passion and compassion. Leidenschaft und Mitgefühl. Heals the sick. Heilt Kranke. And bring restoration. Und bringt Wiederherstellung. You have come to your Maker today. Du bist heute vor deinen Schöpfer gekommen. And you will not leave here the same. Und du wirst nicht gleich wieder von hier weggehen. Because the power of God is so strong here. Weil die Kraft Gottes wirklich stark can you stretch out ist. Your hands towards him? Könnt ihr bitte eure Hände zu ihm ausstrecken? Thank you, Jesus. Danke, Jesus, for bringing your son here. Dass du deinen Sohn hier hingebracht hast. Show him, Lord, Herr, zeige ihm, that only you can heal. Dass nur du heilen kannst. Only you can restore. Nur du kannst wiederherstellen. Even where the doctors doesn't know what to do anymore. Selbst da, wo die Ärzte nicht mehr wissen, was tun. You can still do it. Kannst du es immer noch. Father, let life come. Vater, lass Leben hineinkommen. Let life come inside of him. Lass Leben in ihn hineinkommen. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. La zega da la ba, lika la bro seketele, lika da la bro seketeria ba. Father, Lord, healing power, healing power. Heilungskraft. Virtue, virtue, virtue. Kraft. Let him receive your healing power now. Lass ihn jetzt deine Heilungskraft and empfangen. And we pray for speedy healing. Und wir beten für rasche Heilung. Speedy healing. Eine rasche Heilung. Speedy healing. Eine rasche Heilung. Speedy healing. Eine rasche in the name Heilung. Of Jesus. Im Namen Jesu. This is oil for restoration. Dies ist Öl für Wiederherstellung. Oil for restoration. Öl für Wiederherstellung. La zega da zoga da baha. Yes, 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 yes. Father, we thank you now. We thank you now as Vater, you heal him. Dir. So wie du ihn heilst. Let him begin to see. Lass ihn anfangen zu sehen. Full recovery. Die volle Wiederherstellung. Starting from this moment, Erholung von over jetzt an. His health. Gib ihm seine Gesundheit in the name of Jesus. Im Namen Jesu. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. Do you feel pain anywhere? Hast du irgendwo Schmerzen? Where do you feel pain? Okay, okay. Without this stick, can I have it? Darf thank ich den Stock you, Jesus. Haben? Hallelujah. Can you tell me again where you feel pain now? Sag mir noch mal, wo hast du Schmerzen? Father, I pray in the name of Jesus. Vater, ich bete im Namen Jesu. I command every pain to leave. Ich befehle jedem Schmerz zu verschwinden. And I pray for restoration. Und ich bete für Wiederherstellung. Everything that is not working inside, let it begin alles, to was work. Da drin nicht funktioniert, soll jetzt funktionieren. Let it begin to work. Soll jetzt anfangen zu funktionieren. And every arrow of the enemy, und jeder Pfeil des Feindes we send it back to sender. Schicken wir zurück zum Absender. Yes, Lord. Yes, Lord, back to sender. Zurück zum Absender. In Jesus' name. In Jesu Namen. Can I have the oil again? Can I have the oil again? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now, before you leave this place, bevor du von hier weggehst, make sure open your hand. Mach deine Hand make auf. Make sure that you get a bottle of oil from me today. Stelle sicher, dass du heute eine Flasche Öl von mir bekommst. Okay.
rub it in the other hand. Reib dir das in die Hände. Reib es zwischen den Händen. And now try to take your hand under your body. Und versuch jetzt mit der Hand unter das T-Shirt zu gehen. Und reib es dorthin im Namen Jesu. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. For the miracle now. Für das Wunder. As it takes place. Das Wunder, das jetzt geschieht. Let your name be glorified. Möge dein Name verherrlicht werden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. God bless you. Gott segne dich. Go back to your seat. God bless you. Let's sit down. Let's finish what we are teaching. Gott segne euch. Wir möchten abschließen, was wir lehren. You know, my media team, they said, oh, when you do miracle like this in between, it's difficult to continue with the teaching, but I will give them a job to edit it. They will edit it out. It's editable. My media team sagt immer, es ist so schwierig, wenn ich zwischen der Lehre irgendwie Wunder, Heilung einbringe, aber ich gebe ihnen den Auftrag, dass sie das schneiden können. Now, listen to me. Hör zu. You cannot really move in the supernatural. Du kannst dich nicht wirklich im Übernatürlichen bewegen. If you don't move in the love. Wenn du dich nicht in Liebe bewegst. I'm telling you, everything Jesus did. Alles, was Jesus getan hat, was done in love. Hat er aus Liebe getan. Love is one of the big key. Die Liebe ist einer der großen Schlüssel. In moving in the supernatural. Darin, sich im Übernatürlichen zu bewegen. Now, I don't want to use the brother as a study case. Ich möchte diesen Bruder nicht als Beispielsfall brauchen. Well, if I begin to diagnose or dissect or say the things that I feel while I was praying for him. Wenn ich anfange zu erzählen oder auszusprechen, was ich erkannt oder gesehen habe, als ich für ihn gebetet habe. Before he got attacked in his physical body. Bevor er physisch angegriffen wurde. There was already a struggle in his emotion. Gab es da emotional schon Schwierigkeiten? And there was already some situations. Und es gab bereits gewisse Situationen. That trespass. Die geschehen sind. In the relationship. In der Beziehung. Between him and people. Zwischen ihm mit anderen Menschen. That he have to face over and over again. Und er hat diese Situationen immer wieder erleben müssen. And usually. Und normalerweise. That opens door. Geht dadurch eine Tür auf, for our heart, dass unser Herz to be attacked, angegriffen werden kann. And then it opens door, und dadurch for our body, geht auch die Tür auf, to be attacked, dass also unser Körper auch angegriffen wird. You understand that? Versteht ihr das? So when we can take care of our heart, wenn wir uns um unser Herz kümmern können, now that's why when people are sick, deswegen ist es so, wenn die Menschen krank sind, very often, sehr oft, Psychologists, sagen dann die Psychologen, we lead them into forgiveness. Oder führen Psychologen die Menschen dann in eine Vergebung hinein. Or making peace with people. Oder dass sie Frieden mit anderen Menschen schließen. Because most of the time, weil meistens is the issue of the heart, sind die Herzensangelegenheiten, the problem of the heart, die Probleme mit dem Herzen, that resolve die into physical problems, dann in physische Probleme führen. So if you trace most of the sickness, bei den meisten Krankheiten ist es so, more especially sickness like cancer, wie zum Beispiel auch bei Krebs, you know, sickness like blood sickness, oder Blutkrankheiten, most of those sickness, die meisten dieser Erkrankungen, really them, wenn du da wirklich die Wurzel anschaust, you will notice, dann wirst du sehen, along the line, dass die ganze Zeit we have been offended by people, wir irgendwie von Leuten verletzt wurden or abused by people, oder missbraucht wurden or hurt by people, oder angegriffen wurden. That affect our heart. Und das hat dann am Ende Einfluss gehabt auf unser Herz. And sometimes und it introduces us into bitterness. Manchmal bringt uns das in eine Bitterkeit. Or sometimes introduces us into hardness of heart. Oder macht unser Herz hart. Or sometimes introduces us into mistrust. Oder wir werden misstrauisch. We can never trust anybody anymore. Wir können niemandem mehr vertrauen. Because of what has been done to us. Wegen dem, was uns angetan and wurde. All these things are involving around our heart. Und das alles, das geht um unser Herz. And until we deal with us, und bis wir das richtig anschauen, we will continue to struggle. Werden wir es weiterhin schwierig haben. Either health challenge, entweder gesundheitlich or psyche challenge, oder psychisch, emotional anstrengend. And etc. Und so weiter. So that's why God said, love me with all your heart. Deswegen sagt Gott, lieb mich mit ganzem Herzen. Don't have a heart of stone. Habe kein steinernes Herz. In other words,
Let your heart be like the heart of Christ. Anders gesagt, dein Herz soll sein wie das Herz Jesu. And when you begin to operate in this way, und wenn du anfängst darin zu wirken, then you will reach the height or the level where God wants you to reach. Dann wirst du auch auf die Ebene kommen, wo Gott möchte, dass du hinkommst. Now let me say this quickly. God is not a partial God. Gott bevorzugt niemanden. It's not a partial God. Gott bevorzugt you niemanden. You will get to some certain dimension depending on the kind of heart you have. Du wirst in gewisse Dimensionen kommen gemäß dem Herzen, je nachdem, was du für ein Herz as hast. A Christian, als Christ. I remember many years ago. Ich weiß noch vor vielen Jahren. I was living with a white, sorry to use the word white South Africa, but it's for you to be able to understand what I want to say. I was living with a white South African family in Johannesburg. Vor vielen Jahren habe ich bei einer weißen südafrikanischen Familie in Johannesburg gewohnt. And every day. Und jeden Tag. Practically every day. Eigentlich jeden Tag. The father of the house. Da kam der Vater des Hauses. He asked me. Und hat mich gefragt. He said, John. John. What kind of heart do you have? Was für ein Herz hast du? What does it take to offend you? Wie kann man dich beleidigen? Why you are always quick in forgiving? Warum vergibst du immer so schnell? What kind of heart do you have? Was für ein Herz hast du? And then one day he says, und eines Tages sagte er, can we exchange hearts? Können wir die Herzen austauschen? I said, no. Und ich sagte, nein. But I understand what he's trying to say. Aber ich verstehe, was er damit meinte. Because if in every condition you are always happy, weil wenn du in jedem Umstand, egal was passiert, du immer fröhlich bist, is because you have decided, das ist, weil du dich entschlossen hast, that you will not take offense, dass du dich nicht beleidigen lässt. It's not that you are not being offended, es ist nicht so, dass du nicht beleidigt wirst, but oder you guide your heart, angegriffen wirst, aber du bewahrst dein Herz in such a way, auf eine Art und Weise, that you don't want any offense, dass du nicht zulassen willst, dass irgendeine Beleidigung oder Verletzung to resignate in your heart. Sich in deinem Herzen festsetzen kann. So in this church I say every time, ich sage in dieser Gemeinde immer, when people offend me, wenn mich jemand verletzt, I tell them, sage ich der Person, you were already forgiven in the week of the altar in January. Dir wurde bereits in der Altarwoche im Januar vergeben. Yeah. The reason I do that, der Grund, warum ich das tue, is to make sure, ist, um sicherzustellen, I walk with a clean heart, dass ich mit einem reinen Herz lebe. So the Bible says, renew the right spirit, or renew in me a clean heart. In der Bibel heißt es, gib mir dieses neue, ein reines Herz, gib mir diesen because neuen Geist. That's the kind of heart you can use to love. Weil genau dieses Herz brauchst du, um lieben zu können. Somebody say amen. Sag mal amen. So Jeremiah 29:13 says, in Jeremia 29:13 tell steht, us, it tells us, da steht nämlich, we can only find him, wir können ihn nur finden, when we search for him with our heart, wenn wir ihn von Herzen suchen. Jeremiah 29:13. Jeremia 29:13. He said, "You can only find God." Da heißt es, du kannst Gott nur finden. When you search, wenn du for him, ihn suchst, with all your heart, von ganzem Herzen. So that means, das heißt, if you are searching God with a hardened heart, wenn du Gott mit einem harten Herzen suchst, it's difficult to find him. Dann ist es schwierig, ihn zu finden. Caleb says. Caleb sagte. Caleb says, "I have loved you." Ich habe dich geliebt. Oh, I have loved you, and because I love you, ich habe dich geliebt, und weil ich dich geliebt habe, you have kept me strong, hast du mich stark erhalten. Even 40 years later, selbst nach 40 Jahren, because I love you with all my heart, weil ich dich von ganzem Herzen geliebt habe, I'm still strong, bin ich immer noch stark, than I was 45 years ago. Immer noch so stark, wie ich vor 45 Jahren war. In other words, anders gesagt, loving God with all your heart, wenn du Gott von ganzem Herzen lieben willst, can keep you younger. Und wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, dann hält dich das jung. Amen. Amen. It can keep you what? Dann hält younger. Dich das jung. Amen. So, Amen. So Caleb was getting younger. Das heißt, Caleb wurde jünger. Even though he's growing older. Obwohl er eigentlich älter wurde. Because of the love. Wegen dieser Liebe. That he has for God. Wegen dieser Liebe, die er für Gott hat. Somebody say amen. Sag mal amen. And it is also important. Dann ist es auch wichtig. That we know that our heart. Our heart
is not ours, it belongs to him. Wir müssen wissen, unser Herz gehört nicht uns, es gehört ihm. And so we have to treat it as such. Und genau so müssen wir es auch behandeln. And never allow any evil to come in. Und wir dürfen nie zulassen, dass irgendetwas Böses in unser Herz hineinkommt. Can I tell you, if you love God with all your heart, wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, you will love what God loves. Dann wirst du auch das lieben, was Gott liebt. Isn't that true? Oder? And God loves his people. Und Gott liebt sein Volk. How much of God's people do you love? Wie viel von den Leuten Gottes liebst du? You know, the church of what is the name of this church? There was a church in the book of Revelation. I don't have it on my note. In the book of Revelation, that the Bible was God was rebuking them because their love has gone cold. In der Offenbarung, da gibt es eine Gemeinde und Gott spricht sie an oder rügt sie, weil ihr Herz kalt geworden ist. If somebody find it, you can let me know. Probably it's in Revelation 4 or something like that. Weil ihre Liebe kalt geworden ist. Es ist die Gemeinde in Ephesus. Is it the church of Ephesus? Just check it up. Lest, bitte prüft es kurz. The church of Ephesus. Es ist die Gemeinde in Ephesus. Okay. So they were being rebuked. Die wurden zurechtgewiesen und gerügt. They were doing everything right. Sie haben eigentlich alles richtig gemacht. Aber was sie nicht richtig machten, war, dass ihre Liebe kalt geworden so war. It means, das heißt, you can be a churchgoer. Du kannst in die Gemeinde gehen. But you don't have love. Du kannst ein Kirchengänger sein, aber hast keine Liebe. You are just functioning. Du funktionierst einfach. So I pray that that will not be our case. Und ich bete, dass das uns nicht betreffen wird in Jesu Namen. Let somebody say amen. Sag mal Amen. That God will help us. Dass Gott uns hilft. To overcome every hardened heart. Dass wir jedes verhärtete Herz überwinden heart können. Heart of snow or stone. Dass ein steinernes Herz, dass wir das überwinden können. Then the Bible teaches us, dann lehrt uns die Bibel, that we have to love God with all our soul. Dass wir Gott von ganzer Seele lieben müssen. Jesus sagte, to love God with all your soul, wir sollen Gott von ganzer Seele lieben. Now, although the heart is the component, auch wenn das Herz dazugehört, or a department in the soul, auch wenn das Herz ein Bereich in der Seele ist, but both the heart, aber das Herz and soul und die Seele function differently. Funktionieren trotzdem ein bisschen anders. The soul, die Seele represent the center being of who you are. Repräsentiert eigentlich das Zentrum dessen, wer du bist. The real you. Das wahre Du. The part of you, der Teil von dir, that is eternal. Der ewig ist. That means, das bedeutet, we are to put our love, wir müssen unsere Liebe for God above our own personal interest. Wir müssen unsere Liebe für Gott über unsere persönlichen Interessen stellen. Do you understand that? Verstehst du das? So if you love God with your soul, wenn du Gott von deiner Seele liebst, then it means you love God with entire being. Dann heißt das, du liebst Gott mit deinem ganzen Wesen. And then it means, und dann heißt your das, love for God, deine Liebe für Gott, has to be above, muss über das hinausgehen, how you feel, wie du dich fühlst. You understand that? Verstehst because du? Many a times, weil oftmals, this is where the problem is. Ist genau das der Punkt, wo das Problem we liegt. Don't love God above. Wir lieben Gott nicht darüber hinaus. We love God. Wir lieben Gott. As much as we feel good. Solange wir uns gut fühlen. You know, if you are coming to church, wenn du in den Gottesdienst kommst, if you feel good, und dich gut fühlst, you keep coming. Dann kommst and du say, that church is a great church. Und sagst, ja, diese Gemeinde ist echt gut. But as soon as you start feeling no more good, aber sobald du dich nicht mehr so gut fühlst, bist du raus. Even if including going out of the kingdom, und selbst so weit, dass du aus dem Königreich raus you are ready bist. Du bist so weit bereit, out of the kingdom, das Reich Gottes aus dem rauszugehen. You don't love God enough, weil du Gott nicht ausreichend liebst. Above über how you feel. Das hinaus, wie du dich your fühlst. Entire being. Mit deinem ganzen Wesen. Your soul. Mit deiner Seele. Now watch this. Schau. How many times, wie oft, have something happened in the church, ist etwas geschehen in der Gemeinde, or with a brother, oder mit einem Bruder, or with a sister, oder einer Schwester, instead of you to say,
Let me find different solution to fix that problem. Und anstatt dass du gesagt hast, komm, wir finden eine Lösung, um dieses Problem zu beseitigen. Instead of you to say that. Statt dass du das so gesagt what hättest. What you will do. Was du dann tust. Is to find a way to go out and to distance yourself. Ist, dass du irgendwie einen Weg findest, um da rauszugehen und dich schön zu distanzieren. Because it's easier. Weil es einfacher but ist. But that's not love. Aber das ist nicht Liebe. Love is if something is not working in the church. Liebe ist, wenn etwas in der Gemeinde nicht funktioniert, like, was dir nicht gefällt, way, dass du dann einen Weg findest bring your own contribution und deinen Beitrag einbringst and help und dabei hilfst, to change that situation diese Situation zu verändern in different ways. Auf verschiedene Arten There und Weisen. Are different ways. Es gibt verschiedene it's Arten, not only one way. Nicht nur eine. Somebody hearing me? Verstehst so, du das? So, for example, if I don't like the clothes, it's just an example, okay? If I don't, because, yeah, amen. If I don't like the clothes that Tabia is wearing today. Zum Beispiel, wenn ich die Kleidung von Pastor John nicht mag. One of the things I will do. Was ich dann tun werde. Will be not to go to her and say, please stop wearing this clothes to church. I don't like it. Ist, dass ich nicht zu ihm gehe und sage, bitte trag diese Kleidung nicht mehr für den Gottesdienst, die gefällt mir nicht. One of the things I will do. Was ich dann tun werde. Is to start buying her a cloth as a gift. Ist, dass ich anfange, ihm Kleidung zu kaufen als Geschenk. You see, that's the part of love that we forget. Das ist der Teil Liebe, den wir manchmal vergessen. We know, we don't want it to cost us anything. Wir möchten nicht, dass es uns irgendetwas kostet. We want to get everything, wir wollen alles bekommen, but we don't want to pay anything. Aber nichts bezahlen. And that's the bad side. Und das ist schlecht. If something is happening you don't like, wenn etwas geschieht, das dir nicht gefällt, you have to ask God, musst du Gott fragen, show me, zeig mir, with love, bitte mit Liebe, how can I change this situation? Wie, was kann ich an dieser Situation ändern? Okay, maybe that is a little bit too far. Okay, das geht vielleicht ein bisschen zu weit. Think about it. Überleg mal. If there is something in the church, wenn es in der Gemeinde etwas gibt, you don't like, was dir nicht gefällt, let's say you don't like the chairs, zum Beispiel die Stühle, you can offer us a new chair. Dann kannst du uns neue Stühle kaufen. You don't like the windows. Oder die Fenster gefallen dir we'll nicht. Be happy if you change the window. Dann würden wir uns freuen, wenn du uns neue Fenster finanzierst. You feel that the place is dirty. Oder du hast den Eindruck, es ist schmutzig hier. We'll be happy if you come and clean it. Dann freuen wir uns, wenn du kommst und putzen hilfst. You know, instead of complaining, anstatt dich zu beschweren. That's my problem. Das you ist know, mein Problem. When you start complaining, wenn du dich beschwerst, you are making matter worse dann and machst, not soften the matter. Machst du es nur schlimmer und machst es nicht besser. Because you are pointing finger, weil du zeigst dann mit dem Finger of accusation. Und klagst an. On responsible people, und klagst die verantwortlichen Leute an. But you are not doing anything, aber du selbst machst nichts with love, mit Liebe, to change the situation. Um diese Situation zu verändern. You understand that? Verstehst du das? So if every time wenn jedes Mal we see something we don't like in the church, wo wir etwas sehen, was uns nicht so gefällt, our in der Gemeinde, first impression unser erster Eindruck is God, show me, sollte dann sein, Gott, how I can touch this person's heart, zeige mir, wie ich das Herz von dieser Person berühren kann by demonstrating the love. Und indem ich die Liebe zeige. I'm telling you, ich kann dir sagen, our churches today, unsere Gemeinde heute will be full of blessings of God. Die wäre voller Segnungen Gottes. Because the Bible says, die Bibel sagt, it is more blessed, es ist gesegneter to give, zu geben than to receive, als zu empfangen. So if your first approach, was heißt, wenn dein erster Schritt into the life of the people, ins Leben von Menschen is, hey, I want to give you something, ist, hey, ich möchte dir etwas geben, to better your life, um dein Leben zu verbessern, to support your life, um dein Leben zu unterstützen, people will gladly receive it. Dann empfangen das die Menschen noch so gern. Amen. Amen. So, loving God with your soul. Gott mit deiner ganzen Seele zu lieben. Means loving God above how you feel selfishly. Das heißt, du liebst Gott über das hinaus, dass du Gott mehr liebst als dich. Finally, ganz egoistisch. Finally, zum Abschluss. Loving God with all your mind. Gott mit ganzem Verstand lieben. Jesus said, Jesus sagte, we are to love God with our
entire mind. Wir müssen Gott mit ganzem Verstand lieben. The mind, der Verstand, consists of our intelligence or intellect. Besteht aus unserem Intellekt. Intelligence. Die Intelligenz. The way we reason. Die Art, wie wir argumentieren. Our understanding. Unser Verstehen. And our thoughts. Und unsere Gedanken. That's the mind. Das ist der Verstand. So now God said, love him. Gott sagt also, lieb. With your intellect. Es heißt also, liebe ihn mit deinem Intellekt. In, love him. Liebe with ihn your intelligence. Mit deiner ganzen Intelligenz. Love him. Liebe with ihn the way you reason. Mit deiner Art, die Art, wie du argumentierst. Love him with your understanding. Liebe ihn mit deinem ganzen Verstand. Love him with your thoughts. Mit deinen Gedanken. So the question is, die Frage ist, when you allow some certain things to go through your mind, wenn du es zulässt, dass gewisse Dinge durch deinen Kopf gehen, the first question, dann sollte die erste Frage sein, is, could this be what Jesus will be thinking now? Wer ist das, was Jesus in dieser Situation denken würde? So when you see people and you judge them quickly, wenn du Menschen siehst und sie rasch urteilst, because of the way they look, wegen ihrem Aussehen or the way they talk, oder der Art, wie sie sprechen, the first question will die erste Frage sollte will sein, Jesus be doing this? Würde Jesus das tun? You understand that? Verstehst so, du das? So if you are constantly checking, wenn du immer das überprüfst, how you think, wie du denkst, the kind of thing you are allowed to be processed in your thinking pattern, die Dinge, die in deinem Denkmuster verarbeitet werden dürfen, you know very often somebody do you wrong. Oftmals, wenn dir jemand irgendetwas Unrecht tut, or like every one of us, we have experiences. Sometimes maybe you are driving on the street and somebody come and overdrive you and drive wrong. That moment, what come into your mind is, "Ash, praise the Lord." Weißt du, zum Beispiel, wenn du unterwegs bist mit dem Auto irgendwie und dann schneidet dir jemand so richtig super freundlich den Weg ab, dann ist deine erste Reaktion, ach du, preis den Herrn. Yeah, you understand what I mean. Verstehst du, in was ich your meine? Mind, you really want to finish that person. In deinem Kopf, du möchtest diese Person so richtig fertig machen. But you know, aber du weißt, that is not the mind of Christ. Das ist nicht sind nicht die Gedanken you know Christi. That moment, du weißt, in dem Moment, Christ will not behave that way. Würde sich Jesus nicht so verhalten. So if you are always quick, wenn du immer zu schnell bist bad words und schlechte Worte zu schnell rauslässt people, gegenüber anderen or Menschen negative, oder negativ denkst über Situationen, you are not really loving God with all your mind. Dann liebst du Gott nicht mit deinem ganzen Verstand. You know what loving God with all your mind means? Weißt du, was es bedeutet, Gott mit deinem It ganzen means Verstand that Christ zu lieben? Have taken over. Das heißt, Jesus hat übernommen. Wow. Wow. Christ has taken over. Das heißt, Jesus Christus hat übernommen. So there are some certain things, das heißt, es gibt gewisse Dinge, that are not allowed, die to go through your mind, nicht durch deine Gedanken gehen dürfen. Yeah, you know, sometimes people come and tell you something and you say, no, I'm not even thinking about it. Manchmal kommen die Leute und sagen dir irgendetwas und dann denkst du dir, ja, aber nein, ich denke gar nicht mal dran, ich darf nicht an so etwas denken. More especially in relationship. Ganz besonders in Beziehungen. You know, when people are quarreling, wenn Menschen streiten, all of a sudden you say, hey, you were thinking so about me. And the other one says, no, I didn't even think like that. Und dann plötzlich sagt ihn, ja, weißt du, und das hast du auch über mich gedacht. Und dann denkst du, ich habe überhaupt nicht because so etwas gedacht. The mind of Christ, weil die Gedanken Christi, there are some things you don't think. Da gibt es einfach Dinge, die du nicht denkst. Halleluja. Der Verstand Christi. Even the mind of Christ, do you know that the mind of Christ doesn't think defeat? Wusstest du, dass die Gedanken Christi, die denken keine Niederlage? Do you know what the Bible says? Weißt du, was die Bibel sagt? You are the head and not the tail. Du bist das Haupt und nicht der Schwanz. You are above and not beneath. Du bist oben und nicht unten. You are more than conquerors. Du bist mehr als ein Überwinder. You are undefeatable. Du bist unbezwingbar. Mind of Christ. Das sind die Gedanken Christi. You see, let me tell you, all my life practically. Ganz praktisch, mein ganzes Leben. Every time, jedes Mal, I start a new thing, wo ich etwas Neues anfange, there is always people, gibt es immer Menschen, that will tell you, die mir sagen, it will not work. Oh, das funktioniert nicht. Do you know that?
Wusstest du das? There is always people. Es gibt immer Menschen, that we tell you can't work. Die dir sagen, ah, das kann nicht funktionieren. But I've surprised them. Aber ich habe sie überrascht. Because in my mind, weil in meinen Gedanken, failure is not an option. Ist Versagen keine Option. Failure is not an option. Versagen ist keine Option. As a matter of fact, failure is not my, in my dictionary. Versagen gibt's nicht mal in meinem Wortschatz. It's not in my dictionary. Das gibt's nicht in meinem Wortschatz. Yeah, because it's how you think. Es kommt darauf an, wie du denkst. It's how you think. Wie du denkst. Loving God with all your mind. Liebe Gott mit deinem ganzen Verstand. Doing the will of God. Das heißt, den Willen Gottes fulfilling tun. Fulfilling the purpose of God. Die Bestimmung Gottes zu erfüllen. Now watch this. Schau. We realize on this trip. Auf dieser Reise haben wir gemerkt, that there was a lot of things that Africans does different than from Europeans. Dass es sehr viele Dinge gibt, wie die Afrikaner anders machen als die Europäer. And both of them are right. Und beide haben recht. But you see the problem. Aber weißt du, was das Problem ist? Europeans think, die Europäer denken, the way they do it is the best. Die Art, wie sie es machen, ist die beste Art. Africans think, und die Afrikaner denken, the way they do it is the best. So wie sie es machen, ist am besten. But we refuse, aber wir, to accept each other. Weil, oder wir sind nicht bereit, einander zu akzeptieren. The way they do it. So wie sie es so machen. Europeans is thinking, we have the best. Sprich, die Europäer denken, wir haben das Beste. You know, these people. Ja, weißt du, so diese Leute. And then Africans is like, hey, und die Afrikaner, hey, diese Leute. They don't know how to enjoy life. We have the best. Die haben keine Ahnung, wie man das Leben genießt. Wir wissen, wie es geht. And so on this trip, auf dieser Reise, our team, unser Team, because in our team we have two Swiss, one German and one African. In unserem Team hatten wir zwei Schweizer, eine Deutsche und einen Afrikaner. And we were stuck together for two weeks. Und zwei Wochen waren wir zusammen. Ja, mussten wir zusammen sein. And then I am the cultural bridger. Ich bin da der kulturelle Überbrücker. So when the Europeans react some certain way, wenn die Europäer auf eine bestimmte Art und Weise reagieren, because of what they see, wegen dem, was sie sehen, or what they hear, oder was sie hören, I will come and interpret it to kann them. Ich kommen und das übersetzen. And let them see, und sie sehen lassen, oh, sorry. Oh, aha. You are looking at the wrong picture. Tut mir leid, ich habe das Bild falsch angeschaut. Now let's give you some few examples. Ich möchte euch ein paar Beispiele davon geben. So that you geben. See sometimes how we judge wrong in our mind. Damit ihr sehen könnt, wie wir in unseren Gedanken so falsch urteilen. In Afrika, when I'm talking to you, wenn ich mit dir rede, if I want to honor you, wenn ich dich ehren will, I am not allowed to look into your eye. Darf ich dir nicht in die Augen schauen? The only way I'm showing you honor, die einzige Art und Weise, wie ich dir Ehre erweise, is that when you are talking to me, ist es, wenn du zu mir sprichst, I have to look down. Muss ich runterschauen. I'm honoring you. Dann ehre ich dich. In Europe, in Europa, if I look down, wenn ich runterschaue, while I'm talking to you, wenn ich mit dir spreche, I'm dishonoring you. Dann verachte ich dich. But you see, if you don't know these things, und wenn du diese Dinge nicht weißt, you will come and judge, dann kommst du und richtest say, these Africans, und denkst, diese Afrikaner, they never look at somebody's eye. Die schauen niemanden in die Augen. And then the African und die Afrikaner denken, what's wrong with the Europeans? Was stimmt da nicht bei they diesen Europäern? Always look at your eye. Die schauen dich immer an. What do they want to see? Was wollen sie denn da sehen? You see cultural. Das ist Kultur. That create a different mindset. Die hat ein ganz eigenes Gedankenmuster entwickelt. You understand what I'm trying to say? Versteht ihr, was so, ich damit sage? As long as we are not ready to study each other, solange wir nicht bereit sind, einander gut anzuschauen, we will continue, oder sprich, einander zu studieren, to have wrong mind, da werden wir weiterhin falsch denken against each other. Oder eine falsche I mean, Haltung haben. It's not only Africa, it's all cultures. Einander gegenüber. Das sind jetzt nicht nur die Afrikaner, es geht um alle Kulturen. Every culture, jede Kultur, have something different from others, hat etwas, das sie anders macht als andere. For example, oder zum Beispiel, when I came newly to Switzerland, als ich frisch in die Schweiz kam, if we are drinking and we are making cheers, wenn wir etwas getrunken haben und angestoßen haben, it doesn't matter if I look at your face, da ist es doch egal, ob ich dich anschaue oder nicht, or not,
oder? My own is we are doing cheers, cheers. Es geht doch nur darum, dass wir da anstoßen. But here, aber hier, is part of the cheers is to look at each other's eyes. Teil vom Anstoßen ist, dass wir einander in die Augen schauen. I learned it here. Das habe ich hier gelernt. I learned it here. Das habe ich hier lernen müssen. Are you following me? Versteht ihr das? So there are a couple of things. Es gibt da einige Dinge in each other culture. In der Kultur voneinander. That actually mean a lot to the other and mean nothing to the other. Die der einen Person sehr viel bedeuten und der anderen Person überhaupt nichts. And so if we learn it, we will stop having wrong mind towards each other. Und wenn wir das lernen, dann werden wir aufhören, da irgendwelche falsche Gedanken oder falsche Haltungen einander gegenüber zu haben. Let's use another example. Ein weiteres Beispiel. Time. Die Zeit. Is such a very important thing in Europe. Die Zeit ist hier in Europa so wichtig. Very, very, very important. Sehr, sehr, sehr wichtig. Time. Die Zeit. Is like if I said, let's meet at 12 o'clock in Africa. Zum Beispiel sage, wir treffen uns um 12 irgendwo in Afrika. It means, dann heißt das, is in between, das heißt so zwischen 12 o'clock 12 and 1 o'clock und 1 or 1.5 oder halb 2 oder vielleicht auch 2 or 3 oder vielleicht auch 3. You understand that? Verstehst du das? So now you hear Dominic saying this morning we were invited in the government house. Wir haben heute gehört, wie Dominic gesagt hat, wir wurden ins Regierungsgebäude eingeladen. If you are invited in government house, wenn du im Regierungsgebäude hier eingeladen bist, you will be there before the time. Dann musst du da sein, musst du früher da sein. In Switzerland, in der Schweiz, you will be there before the time. Dann musst du früher da sein. But we went 2 hours later. Aber wir sind 2 Stunden später gekommen. And now watch this. Schau. The way we are received. Und wie wir empfangen wurden. There was no difference. Es gab keinen Unterschied. And then watch this. Schau. We arrived. We were invited for dinner. Wir kamen an. Wir wurden zum Essen eingeladen. We arrived there. Wir sind angekommen. And for almost 2 hours. Und fast 2 Stunden after we have arrived, nachdem wir angekommen we sind, were talking, haben wir geredet without no food. Ohne Essen. Hier, if you are invited for dinner and you have come 2 hours late, wenn du zum Essen kommst und schon 2 Stunden zu spät kommst, if you still meet food, wenn es dann noch Essen gibt, is by God's grace. Dann ist es nur die Gnade Gottes. But now watch this. Schau. But if you meet food, wenn es dann noch Essen gibt, the first thing you will start with is the food. Dann ist das Erste, was du tust, ist Essen. Isn't that true? Oder? But we were so relaxed. Wir waren so talking entspannt. And talking and after 2 hours, und haben geredet und geredet und nach 2 Stunden. I have to use style. Da musste ich. To ask Daniel, I said, Daniel, are you hungry? Daniel said, yes, I'm hungry. I said, okay, it's time for food. Da musste ich ganz stilvoll Daniel fragen, hast du Hunger? Und er hat gesagt, ja, ich habe Hunger. Da habe ich gesagt, jetzt ist Zeit zum Essen. And can you imagine? And this is supposed to be dinner. Und and we came for dinner and finally we have food around 12 o'clock, right? 12 midnight. Es hätte eigentlich ein Abendessen sein sollen und schlussendlich haben wir irgendwie um Mitternacht oder so That's gegessen. When we start dinner. Um Mitternacht haben wir angefangen zu essen. Different culture. Eine andere Kultur. Different way of seeing things. Eine andere Art, wie man die Dinge sieht. But watch this. Aber schau. May I tell you something? Darf ich dir etwas sagen? One of the sources. Ein Schlüssel zum Erfolg, I have in Switzerland, den ich in der Schweiz habe, is because I have taken time, ist, weil ich mir die Zeit genommen habe, to study the culture. Die Kultur zu studieren. I'm not yet there. Ich habe es noch nicht völlig durchlegt. I'm still studying. Durchschaut. Ich studiere weiterhin. I'm still studying. Ich studiere weiterhin. Because a true learner, weil einer, der wirklich lernt, is the one that will never stop learning. Ist der, der nie aufhört zu lernen. I'm still studying the culture. Ich studiere die Kultur weiter. But what I have studied so far, aber was ich bisher studiert habe, help me, hat mir geholfen, to relate better with Swiss people. Dass ich mit den Schweizern bessere Beziehungen pflegen kann. Now, let me tell you, when you come to a new culture, wenn du in eine neue Kultur kommst, there are couple of things it's a must you have to learn. Da gibt es gewisse Dinge, die du einfach lernen musst. One of them is the language. Eines ist die Sprache. Another one is the behavior of the people. Etwas anderes ist das Verhalten. And another one is the culture of the people. Der Menschen und die Kultur der Now, Menschen. But among all, aber unter all dem, what is more important, was am allerwichtigsten even ist, if you don't manage to speak the language, selbst wenn du die Sprache nicht wirklich lernst, but if you can learn, wenn du lernen kannst, the behavior and the culture of the people, wie sich die Leute verhalten und wie ihre Kultur ist, you can succeed, dann kannst du es in schaffen every country.
in jedem Land. In every country around the world. In jedem Land rund um die Welt. And the culture, wenn du die Kultur und ihr Verhalten lernst, dann kannst du es schaffen. So, but you know why? Weißt du warum? Because the reason I brought that in, der Punkt, warum ich das erwähne, is that it, how the people think, wie die Menschen denken, or how they behave, oder wie sie sich benehmen, it's coming from how they behave is affected by how they think. Ihr Verhalten wird beeinflusst durch die Art, wie sie denken. Their culture, ihre Kultur, affect the way they think, hat Einfluss auf die Art, wie sie denken. So if you know their culture, wenn du ihre Kultur kennst, then you know the way they think, dann weißt du auch, wie sie denken. You understand that? Verstehst there du? Are so many things we even in this trip we discover. Es gibt so vieles, was wir auch auf dieser Reise entdeckt haben. That how we were thinking, other people were thinking, is not how they were thinking. Dass die Art, wie wir dachten, dass die anderen Menschen denken, gar nicht so ist, wie sie denken. And also, I personally on this trip, I have also learned more, a lot about how Europeans do some certain things. Und auch ich habe auf dieser Reise viel gelernt darüber, wie Europäer gewisse Dinge tun. Even though I know some already, auch wenn ich einiges schon wusste, but I have learned some more. Ich habe noch mehr gelernt. And I am determined. Und ich bin entschieden, to apply those things. Und entschlossen, diese Dinge anzuwenden. More and more. Immer mehr umzusetzen. One of them. Eins davon is normally, ist, when I come back from Africa, normalerweise, wenn ich aus Afrika zurückkomme, Rebecca, we sing, send down fire, Holy Ghost fire, and then me too, I will fire you up. Dann muss Rebecca send down fire, the Holy Ghost fire singen und auch ich werde da richtig Feuer machen. But do you notice she's trying to sing that song today, I'm trying to cool it down. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, sie hat heute das Lied zu singen versucht und ich habe es ein bisschen gedämpft. Because I know, weil ich weiß, you will be fired up, ihr werdet dann brennen, in Flammen stehen, wenn wir das tun. If we do that, wenn wir das tun würden. And then when you go home, und dann, wenn du nach Hause gehst, you will label it African. Dann würdest du Afrika draufschreiben. We have African worship today. Heute haben wir afrikanisch angebetet. African style. An afrikanischen Stil. So now I decided, und ich habe mich jetzt entschieden, I don't want African style anymore. Ich will keinen afrikanischen Stil mehr. No, I'm joking. Nein, but, das ist ein Witz. But what I want to say, nein, aber was ich sagen will, is that I realize, mir ist aufgefallen, one of the difference, let me just close with this. Ich möchte mit dieser Aussage abschließen. Have I wasted your time? Habe ich eure Zeit verschwendet? Okay, thank you. Danke. The ones that didn't say anything is the ones that are hungry. Die, die nichts gesagt haben, sind die, die Hunger haben. But let me close with this. Also ich möchte mit dem abschließen. Let me close with this. I want you to know. Ich möchte, dass ihr wisst. It's very, very important. Es ist sehr wichtig. I want you to know that I understand that a lot of people, when you want something to sink in them in Europe, you don't need to shout and scream and play drums and make a joyful noise and all those things. You have to speak and they are quiet listening to you. And it doesn't mean that they are not following. It means that they are thinking while you are speaking. Etwas, was ich gelernt habe, wenn du in Europa wirklich etwas in die Leute reinbringen willst, dass sie es verstehen, was du nicht machen sollst, ist viel Lärm, schreien, dann Trommelwirbel zu machen und alles Mögliche, sondern dass du ganz ruhig mit ihnen sprechen musst und wenn sie ganz still da sitzen und dich anschauen, dann heißt das, sie hören gut zu und sie prozessieren es, sie denken darüber nach und sie nehmen es auf. Because a lot of Europeans use their mind. Weil viele Europäer arbeiten sehr stark mit ihren Gedanken. Africans use their emotion and feeling more. Afrikaner sind dabei viel emotionaler. So in Europe, in Europa, they want to understand, wollen die Leute es verstehen, what you are saying, wollen verstehen, in was order du sagst, to apply it, um es dann umsetzen zu können. In Africa, they want to feel, da wollen sie es spüren, what you are saying, sie wollen spüren, was in du order sagst, to follow. Um dem dann folgen zu können. Two different ways of sentence. Das sind zwei andere Arten, wie man die Dinge sehen so, kann. So in European setting, im europäischen Umfeld, people might necessarily not shout, da schreien die Leute vielleicht nicht. But they are following. Aber sie sind voll dabei. In African setting, in Afrika, if they don't shout, wenn die Leute nicht schreien, something is wrong. Da stimmt was you are nicht. Not a good preacher. Dann predigst du nicht gut. Ja. Yeah.
It means that your preaching is boring. Dann heißt es, deine Predigt ist langweilig. Yeah, so the way they know your preaching is on fire. Wenn du weißt, dass deine Predigt wirklich einfeuert. Everywhere have to be lighting up. Das heißt, alles muss irgendwie aufgeregt und ja sein. So Europeans use more their mind to worship God. Europäer beten Gott viel mehr mit ihrem Kopf und ihren Gedanken an. Africans use more their feelings. Und die Afrikaner machen das viel mehr mit den Gefühlen. To worship God. Beten Gott viel mehr mit den Gefühlen an. Und beides. Are worshiping God. Sie beide beten Gott an. Don't forget. Vergiss dabei nicht. You love God. Liebe Gott. With all your heart. Mit ganzem Herzen. With all your mind. Mit deinen ganzen Gedanken, deinem ganzen Verstand. Your strength. Und deiner ganzen Kraft. And then all your soul. Und mit deiner ganzen Seele. God bless you. Gott segne euch. Thank you for listening. Danke, dass ihr zugehört habt. You didn't shout. Wir haben nicht geschrien. That shows I'm a good preacher. That shows I'm a good preacher. Und das zeigt, ich werde ein guter Prediger. In Europe. In Europa. Let's rise on our feet. Lass uns aufstehen. Yes, thank you. So, as we close, wie wir abschließen, I want you to take the Lord's Supper home. Bitte nehmt das Abendmahl mit nach Hause. I want you to take it home. Ich möchte, dass ihr es nach Hause we nehmt. Will bless the Lord's Supper, wir werden das Abendmahl segnen. And I want you to take it home. Bitte nehmt es dann nach Hause. Please, when you get home, wenn ihr nach Hause kommt, take the Lord's Supper in your bedroom. Nehmt das Abendmahl im Schlafzimmer ein. If you don't have a common bedroom, if you are sharing bedroom with somebody, wenn du kein eigenes Schlafzimmer hast, wenn du dein Schlafzimmer mit jemandem teilst, in the house, in the living room. Dann im Wohnzimmer. But take it. Nimm es. Inside your house. Nimm es im Haus. And this is what I want you bei dir to zu Hause ein. Und folgendes sollst du beten. Father, Vater, this season, diese now Zeit, as you are taking the Lord's Supper, this is what I want you to pray. Bete folgendes. Father, this season, Vater, in dieser Zeit, may no evil, möge nichts Böses, enter my physical house, möge nichts Böses in mein physisches Haus kommen, or enter my spiritual house, the oder body. In mein geistliches Haus, sprich in meinen Körper kommen. Do you hear that? Hast du das gehört? May no evil, möge nichts Böses, enter my physical house, nichts Schlechtes in mein physisches Haus kommen, and my spiritual house. Und in mein geistliches Haus. Amen. Amen. And as you pray that prayer, und wie wir dieses Gebet then beten, take it with Matthew chapter 26, verse 26 to 28. Dann nimm es ein mit Matthäus 26, Verse 26 bis 28. If you forget anything I said, wenn du etwas vergessen hast von dem, was ich gesagt and watch habe, it on live. Geh und schau es live dir nochmal an. It's on YouTube. Auf YouTube. So you forward it and you listen to this part. Du spulst vor und hörst dir dann diesen Teil can an. Can you bring me the Lord's Supper? Let me bless it. Ich möchte das Abendmahl segnen. Before we close today. Bevor wir heute abschließen. And anyone that would like to see me, und wer mich gerne sehen möchte, immediately after service, zu mir kommen möchte, direkt I will nach be dem here Gottesdienst, to pray for you. Bin ich noch hier, kann für dich beten. Amen. Amen. Prophetic Prayer Night Flyer is out. Der Flyer für die prophetische Gebetsnacht ist drauf. A night that will launch us into a new season. Das ist eine Nacht, die uns in eine neue Zeit hineinbringen wird. It's a prophetic night. Es ist eine prophetische Nacht. Like the style of 31st of December. Im Stil vom 31. Dezember. I will be prophesying that night concerning the new season. Ich werde prophezeien über die neue Zeit. And of course we'll be praying a lot for people. Und wir werden natürlich auch viel beten für verschiedene Menschen. Starting at 10 p.m. Es beginnt um 10 Uhr. Till 5 a.m. Und dauert bis 5 Uhr morgens. It's going to be heaven on earth. Also 10 Uhr abends bis 5 Uhr prepare morgens. To spend a night with Jesus. Also bereite dich darauf vor, wir werden eine Nacht mit Jesus erleben. Es wird Himmel auf Erden sein. It will be glorious. Und es wird herrlich sein. And then the prophetic school of ministry. Und dann für die prophetische Schule des Dienstes. It's already open for registration. Für die neue, da kann man sich bereits anmelden. The one that is starting on the 4th to 6th of September. Und zwar beginnt sie am Wochenende vom 4. bis zum 6. September. Please let us register. Bitte, wir möchten uns anmelden. So that we can make good preparation for all the good guest speakers that will be coming to the next school of ministry. Dass wir uns auch gut vorbereiten können auf diese guten Gastsprecher, die für die nächste Schule des Dienstes kommen it werden. Will be a blessing. Und es wird ein Segen sein. Amen. Can you stretch out your hands towards the
Bitte streckt eure Hände aus zum Abendmahl. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We bless your holy name. Wir segnen deinen heiligen Namen. Thank you because you are a God that first loved us. Danke, denn du bist ein Gott, der uns zuerst geliebt hat. For you so love us. Denn du hast uns so sehr geliebt. That you sent your only begotten Son. Dass du deinen eingeborenen Sohn geschickt hast. That whosoever that we believe in him. Dass jeder, der an ihn glaubt, will not perish. Nicht vergehen wird, but have everlasting life. Sondern ewiges Leben haben wird. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Because of the Holy Communion. Wegen diesem Abendmahl. We pray. Wir beten. That everyone that we partake. Dass jeder, der daran teilhabt. If they are sick in their body. Wenn er in seinem Körper krank ist. Let them receive instant healing in Jesus' name. Lass ihn im Namen Jesus sofortige Heilung empfangen. We pray that anyone that we partake. Wir beten, dass jeder, der teil hat, where they lack love, wo es ihm an Liebe fehlt, in their heart, in ihrem Herzen, in their soul, in ihrer Seele, in their mind, in ihren Gedanken, in their will, in ihrem Willen, or their strength, oder ihrer we Stärke, ask that there be release of heavenly love. Wir bitten dich, dass deine himmlische Liebe freigesetzt wird. May we love one another. Wir möchten einander lieben. May our soul be so healed. Möge unsere Seele so geheilt werden. So restored. So wiederhergestellt. That is full of godly love. Dass sie voller Liebe Gottes sein. Let everybody feel it. Möge jeder das spüren. No matter where you come from. Egal woher du kommst. From Asia. Ob du aus Asien kommst. From Australia. Aus Australien. From America. Aus Amerika. From Africa. Aus Afrika. From Europe. Aus Europa. May they feel your love. Mögen sie deine Liebe spüren. Because we all have one God. Weil wir haben alle einen Gott. And you change it not. Und du veränderst dich nicht. Above all. Über alles hinaus. Let this be a miracle communion. Möge dies ein Wunderabendmahl sein. That will bring us protection. Das uns Schutz bringt from coronavirus vor dem Coronavirus and from any other epidemic or any other disease und von irgend solche jeglicher Epidemie oder sonst irgendeiner Krankheit. Make us immune. Mach uns immun to every sickness gegenüber jeder Krankheit and disease. Jeder Krankheit. May we be untouchable. Mögen wir unantastbar sein. In the name of the Father. Im Namen des Vaters, and the Son, des Sohnes and the Holy Spirit und des Heiligen May Geistes. Our house be protected. Möge unser Haus beschützt sein. Our children protected. Mögen unsere Kinder beschützt our sein. Family protected. Unsere Familien beschützt sein. In this season. In dieser Zeit. May we receive fresh oil. Mögen wir ein frisches Öl empfangen. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. All right. As we share the grace, wie wir das Gnadengebet sprechen, our elders and pastors and leaders is going to take this and they will serve all of you. Werden unsere ältesten Pastoren, unsere Leiter euch das Abendmahl geben. Amen. Amen. Lift up your hands and receive the final blessings. Erhebt eure Hände und empfangt den abschließenden Segen. May the Lord go with us. Möge der Herr mit uns gehen. May he cause his face to shine upon us. Möge er sein Angesicht über uns leuchten lassen. Everything we touch. Alles, was wir berühren. May he be so blessed. Möge es gesegnet sein. And so protected. Und geschützt. May our going out be blessed. Möge unser Ausgang gesegnet May our sein. Coming in be blessed. Möge unser Eingang gesegnet in sein. Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Now before we share the grace, bevor wir das Gnadengebet sprechen, two things. Noch zwei Dinge. If you have had birthday, wenn du Geburtstag hattest this past week, in der letzten Woche and you need us to pray with you, und du möchtest, dass wir mit dir beten and to bless you, und dich segnen or you have any other anniversary, oder sonst ein Jubiläum hattest, maybe wedding anniversary, zum Beispiel Hochzeitstag, maybe you are celebrating a house that you have bought, oder du feierst ein Haus, das du gekauft or hast, new business that you have started, oder ein neues Geschäft, das du gegründet hast, please come. Dann bitte komm. We want to pray and put the blessing of God. Wir möchten beten und den Segen Gottes darauf legen. Upon your life. Über dein Leben. Amen. Auf dein Leben. And Amen. And then finally, und zum Abschluss, we also want you to know if you have decided to make this church your church. Möchten wir dich auch wissen lassen, wenn du dich entschieden hast, dass du diese Gemeinde zu deiner Gemeinde machen we möchtest. We have some specific dates. Wir haben spezifische Termine. That we're going to be doing a special training. An denen wir ein besonderes Training and machen. And information. Und Informationen for all weitergeben the people that want to join this ministry. Für all die Menschen, die diesen Dienst beitreten möchten. So after the service, sprich nach dem Gottesdienst, please make sure kannst du you talk to one of our leaders, so einem unserer Leiter, and, mit einem unserer Leiter sprechen and then we will put down your name, dann schreiben wir deinen Namen and auf we will inform you adequately.
und dich dann entsprechend informieren. When we are having that special evening. Wenn wir diesen Informationsabend haben. Amen. Amen. Let's be part of what God is doing in the church. Wir wollen Teil sein von dem, was Gott in der Gemeinde am Tun ist. We need a church that believes in God. Wir brauchen eine Gemeinde, die an Gott glaubt. And that makes Jesus the Lord. Und die Jesus zum Herrn macht. Somebody say amen. Sag mal amen. All right, may the grace of our Lord Jesus Christ. Möge die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, God, die Liebe Gottes and the sweet fellowship of the Holy Spirit. Und die süße Gemeinschaft des Heiligen Geistes be with us mit uns sein. Now, jetzt and forevermore. Und für immer da. Amen. Amen. We love you. Wir lieben we euch. Love you. Wir lieben we euch. Love you. Wir lieben Shalom. Euch. Shalom. Hey, I'm excited. Hey, ich bin begeistert. For this closing ceremony of our prophetic school of ministry. Über der Abschlussfeier von unserer prophetischen Schule des Dienstes. My God, what a prophetic weekend await for us this March. Welch ein prophetisches Wochenende wartet dort auf uns im März. Join us. Und sei dabei. In this glorious weekend. An diesem glorreichen Wochenende. Starting from the 13th to the 15th of March. Vom 13. bis 15. März. The Friday am Freitag is open for everybody. Kann jeder kommen. And the Sunday am Sonntag is also open for everybody. Kann auch jeder kommen. But on the 14th, aber am 14. the Saturday Samstag is with registration of 50 Swiss francs. Das solltest du dich anmelden mit einem Unkostenbeitrag von 50 Franken. Come and hear this great man of God. Komm und höre diesen großartigen Mann Our Gottes. Speaker unser Sprecher is Reverend Sam Crunchy Ankra. Ist Reverend Sam Crunchy Ankra. He is the man that carried the apostolic and prophetic ministry. Er ist ein Mann, der den apostolisch-prophetischen Dienst in sich trägt. And God is using him und Gott gebraucht ihn around the world. Um die Welt herum. So come and sit under this great anointing. Also komm und sitze unter dieser großartigen Salbung. And your life will never be the same. Und dein Leben wird niemals mehr dasselbe sein. We look forward. Wir freuen uns jetzt schon, celebrating um zu feiern this prophetic weekend with you. An diesem prophetischen Wochenende gemeinsam mit dir. Don't forget. Vergiss nicht. 13th to 15th of March. Es findet statt am 13. bis 15. März. It will be glorious. Und es wird herrlich. Amen. Amen. Hi Switzerland, Mama Rita and I are coming again from the 13th of March through to the 15th, the weekend of School of Ministry with the Apostle General Sam Crunchy Ankra. It's going to be heaven on earth. God is bringing you revelation for the next level of your walk with Him. You hear that? The next level. And I want to ask all my friends, my partners, and the friends of Reverend Apostle John Sego, and all his partners around Europe, from United Kingdom through Germany and France and Belgium. We want to converge at Switzerland New International Church for the 2020 School of Ministry, the March from the 13th to the 15th of March with Apostle General and Mama Rita. It's going to be powerful. It's going to be revelational. It's going to be miraculous. It's going to be fulfilling. It's going to be passionate. And I trust God that God is going to use me to bring you a sure word. Be with Dr. John Sego, Apostle, from the 13th of March to the 15th School of Ministry with Apostle Jim. God bless you. I love you and stay blessed. Bye-bye. Thank you.
God. We're not taking it for granted. Yes, so thank you, Lord. We want to pray. Let's pray. Father, we pray that this home will continue to be a blessing to many. Amen. Not only in this nation, but beyond this nation. Amen. I'm also hearing God is saying that get ready because I see ahead of you there's going to be some changes in a couple of years. But that changes, it might look like it's not going in your favor, but God is actually going to use it to bring things and to bring you to a place that you never really expected in your political career. Mm-hmm. And not only that it's going to take you higher, but it's going to take you higher because of a purpose. Because Nigeria needs you. And Nigeria needs what you have and what you carry. Hi, people of God, we are in Ghana. Hi, wir sind jetzt in Ghana. And as you can see, und wie ihr sehen könnt, we are right on top of the Safe Haven School building. Wir sind gerade auf das Gebäude der Safe Haven Schule. NIC International School. NIC International School. And we want you to know, und wir möchten, dass ihr wisst, the work is in progress. Die Arbeit geht voran. And they are doing wonderful work, all the workers. Und alle Arbeiter machen wunderbare Arbeit. And we have just, coming out of talking to the students. Und wir haben jetzt gerade mit den Studenten gesprochen. And interacting a little bit with the teachers. Wir haben auch ein bisschen Gespräche geführt mit den verschiedenen Lehrer und Lehrerinnen. And later on today, und später diesen Tag, we'll be having staff meetings with the teachers. Werden wir eine Meeting haben mit alle Lehrer und Lehrerinnen. We want to say big thank you. Wir wollen einen ganz herzlichen Danke aussprechen. For your prayer support. Für eure Unterstützung im Gebet. But above all. Aber über alles. Your financial support. Eure finanzielles Unterstützung. Without you. Ohne euch. We will not be able to bring this project this far. Würden wir diese Projekte nicht so weit gebracht haben. Because what the Lord is doing in this community. Weil was der Herr in dieser Gegend hier macht. Is amazing. Ist wunderbar. We can see some Muslim children in our school. Wir können einige Muslim Schüler in unsere Schule sehen. And some other children they don't belong to any religion. Und andere Schüler gehören gar keine Religion. And this can only happen. Und das kann nur geschehen. Through sharing the love of Jesus. Indem wir die Liebe Jesu austeilen. With this community. In dieser Gemeinde. So keep the good work going. Also macht weiter. As you can see. Und wie ihr seht. The next fundraising. Die nächste Frage um finanzielle Unterstützung will be to roof this pillar here. Wird darin bestehen, damit wir hier eine Decke bauen können. So that it can become like a classrooms. So dass wir hier wie auch Klassenzimmer bauen können. What you are looking at is 5 classrooms and 1 common room for staff. Hier werden 5 Zimmer für Unterricht entstehen und auch ein gemeinsamer Raum. Amen. Amen. May God richly bless you. Möge Gott euch reichlich segnen. We love you. We love you. We love you. Wir lieben euch. Wir lieben euch. We love you. Wir lieben euch. Shalom. Shalom.
first thing you must do. But what gives you money is the principle.